muss doch das Büro vom Schuldirektor sein. Herr Chillig, hat er kein Namensschild hier irgendwo an der Tür? Herr Chillig? Ich bin's, Claudia Vogel. Kann ich reinkommen? Oh Mann, da sitze ich schon wieder hier vor meinem Essen und ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Soll ich als erst den Milkshake oder dann den Orangensaft? Oder erst den Apfel, Milkshake und dann. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist einfach nur zu cool hier. Soll ich nur essen? Ah, Frau Vogel, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Sorry, habe ich ganz vergessen. Kommen Sie ruhig rein, setzen Sie sich, fühlen Sie sich wie zu Hause. Ach, Setzen Sie sich hallo. ruhig. Na, alles gut soweit? Vielen Dank, ja. Naja, also alles Gute ist vielleicht übertrieben. Wir hatten ja vorhin schon Aha, telefoniert. ja, Es gibt richtig, ein genau. Problem mit Hannas Mathelehrerin. Ja, stimmt, genau. Und das ist ja auch schon länger bekannt. Kurze Frage, Frau Vogel. Was war da nochmal vorgefallen? Also in letzter Zeit ist hier in der Schule einiges passiert. Kann sein, dass ich das schon wieder verdrängt habe. Was war da nochmal los? Also Hannah hat in letzter Zeit überhaupt keine Lust mehr auf die Schule und das liegt vor allem am Matheunterricht. Sie hat echt panisch Angst vor dieser Lehrerin und die Lehrerin hat sie vor der ganzen Klasse fertig gemacht. Sie hat gesagt, dass sie die dümmste Schülerin ist, der Klasse und sogar der ganzen Schule und daraufhin hat Hannah geweint. Wow, das klingt krass. Also, wie wär's, wenn wir kurz zur Lehrerin gehen und dann mit ihr reden? Und ja, schauen wir mal. Das wird alles ganz chillig ablaufen. Also, wie bei mir, herzlich. Kommen Sie mal mit. Ob Carola diesmal wirklich viel zu weit gegangen ist, also jemanden dumm zu nennen oder dümmste Schülerin, also das geht gar nicht. Naja. Kinder, jetzt am besten alle mal Seite 12 aufschlagen. Ach, Herr Chillig, was machen Sie denn hier bei mir im Unterricht? Da freue ich mich aber. Naja, kein Grund zur Freude. Carola, kommst du mal bitte? Ich würde gerne was mit dir besprechen. Ist das nicht Hannas Mutter? Hallo, Frau Vogel, hallo. Hier, ich bin's, Dave. Wo ist denn die Hanna heute? Ach, hallo Dave. Hannah, die kommt nach. Entschuldigt mich, Kinder, ich bin sofort wieder da. Macht bitte schon mal auf Seite 12 die erste Aufgabe. Einen Moment. Ja, bitte, Herr Chillig, was kann ich für Sie tun? Ich würde mal kurz was mit ihm besprechen. Also es geht um Hanna Vogel. Ist ja wahrscheinlich schon bekannt, oder? Vogel? Also diese Schülerin, die kann mir sowas von den Buckel runterrutschen, die ist heute schon wieder nicht da, die schwänzt wahrscheinlich, sowas von unzuverlässig. Ach, schlimmste Schülerin überhaupt. Also Moment mal bitte, das ist meine Tochter, wie können Sie so von ihr reden? Das ist nicht wahr. Also diese Hannah Vogel, die ist wirklich am allerschlimmsten von allen Schülern. Sie ist total schlecht an der Tafel, was das Vorrechnen der Aufgaben angeht. Sie hat eine total schlechte Arbeit geschrieben, stört den Unterricht und so weiter. Also wirklich katastrophal. Also das kann ich jetzt wirklich nicht auf mir sitzen lassen. Meine So Damen, können bleiben Sie Sie doch nicht ruhig, meine reden. Dame, bleiben Sie doch chillig, so wie ich. Naja, der Witz kommt gerade nicht gut an. Bleiben Sie doch bitte ruhig. Frau Vogel, ich würde Sie bitten, vielleicht sich für ein, zwei Minuten auszuklinken. Also ich Ach, kläre na das mal gut. ja, ne? Okay. Carola, kann ich dich mal was Also, fragen? Was ist denn mit dir los? Herr Beruhig dich doch Chillig, jetzt also die erstmal. wissen nicht, Du was bist in los ist der. in meinem Unterricht. Also diese Hannah Vogel, sowas habe ich in 20 Jahren Berufserfahrung nicht erlebt. Diese Schülerin ist wirklich das Schlimmste, was man sich als Lehrerin vorstellen kann. Nun ja, ich weiß ja nicht. Also ich habe mit dem Mr. Handsome gesprochen und der meinte, dass eigentlich alles soweit in Ordnung ist mit ihr. Du bist die Einzige, die sich über sie beschwert. Kann es sein, dass du vielleicht ein persönliches Problem mit ihr hast? Ein persönliches Problem? Also das lasse ich mir nicht unterstellen. Hannah Vogel ist eine kleine Aber Carola, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Schluss, endlich aus. Also so reden wir nicht über unsere Hexe. Schüler Aber hier. Wir haben eine Vorbildfunktion, ne? Und so jemanden kleine Hexe zu nennen, das geht gar du nicht. kennst Tut mir leid. sie doch gar nicht. Carola, ich würde dir vielleicht empfehlen, die nächsten Tage erstmal zu Hause zu Wie bleiben. bitte? Hiermit bist du beurlaubt. Ja, genau. Was? Beruhig du dich, damit sich die Sache hier auch ein bisschen Aber beruhigt. also das wird Konsequenzen haben. So lasse ich nicht mit mir umspringen. Ich hoffe, dass diese Hannah Vogel nicht noch andere Geschwister hat, die ich auch noch unterrichten müsste. Also, Frau Vogel, Situation sieht jetzt so aus. Ich hab die Lehrerin jetzt nach Hause geschickt für die nächsten Oh, Tage. Na, Gott es wird sei sich hier ein Dank. bisschen was beruhigen. Ich werde den Matheunterricht in Hannas Klasse übernehmen. Ich bin ja auch Mathelehrer. Aha. Na, also bleiben Sie ganz ruhig. Ich würde Sie auch bitten, nicht irgendwie in den nächsten Tagen da noch Drama zu machen, sondern ganz ruhig zu bleiben. Ach, na gut, da bin ich ja froh, dass Sie sich darum gekümmert haben. Also, diese Lehrerin? Ich weiß auch nicht. Ob Mama wohl schon mit dem Gespräch mit Herrn Schillig fertig ist? Ich warte mal hier, vielleicht sehe ich sie noch kurz, bevor ich dann in die zweite Stunde gehe. Aha, Hanna Vogel, kommst jetzt erst zur Schule? Du bist zu spät. Die erste Stunde ist schon fast rum. Du hast mir ganz schön was eingebrockt, weißt du das, du Rotzlöffel? Moment mal, habe ich das gerade richtig gehört? Ist das schon wieder diese verrückte Lehrerin, die Hanna angeht? Haben Sie gerade meine Tochter Rotzlöffel genannt? Also ich meine, Sie sind vom Unterricht suspendiert. Fahren Sie lieber nach Hause, bevor ihr noch was anderes passiert. Also ich werde doch niemals Hannah Rotzlöffel nennen. Hannah und ich verstehen uns ganz prima, stimmt's, Hannah? Ach, Hannah, komm, jetzt sei doch nicht so. Doch, Mama, die hat mich gerade schon wieder angemeckert und die hat mich auch Rotzlöffel genannt. Ich weiß, Hannah, ich habe das alles gehört und ich habe auch schon mit deinem Schulleiter geredet. Es sollte alles jetzt besser werden. Besser werden? Besser wird's erst, wenn ich wieder zurück an die Schule komme und Hannah endlich diese Schule verlässt. Also, Hannah, mach dir keine Sorgen. Ich habe jetzt deine Lehrerin auch mal kennengelernt und ich weiß, was du meinst. Es wird wirklich besser, glaub mir. Also, so eine Lehrerin, die hatte ich während meiner ganzen Schullaufbahn nicht.
Hätte ich so eine gehabt, wäre ich auch überhaupt nicht gern zur Schule gegangen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Erstmal übernimmt das Herr Chillig den Unterricht. Also viel Spaß, Hannah. Ich geh jetzt mal schnell hoch in die Klasse, damit ich nicht zu spät komme. Ist gut. Und Mama, danke. Danke, dass du das alles geklärt hast. Naja, Kinder, es gibt jetzt eine kleine Planänderung. Also ich übernehme jetzt eure Vertretung in den nächsten Tagen hier im Matheunterricht. Ich würde euch mal bitten, nochmal die Seite 12 aufzuschlagen. Da machen wir dann die Aufgabe zu Ende. Da wart ihr ja, glaube ich, stehen geblieben, oder? Wie sind Sie jetzt unser Mathelehrer für die nächste Zeit, Herr Chillig? Oh, das ist ja richtig cool. Ich mag Herr Chillig richtig. Oh Mann, das wird ja richtig cool. Herr Chillig ist mein zweitliebster Lehrer. Als erstes kommt natürlich Mr. Handsome. Mr. Handsome. So, wer möchte denn das Ergebnis hier vortragen? Ich möchte das Ergebnis vortragen. Hallo, ich bin wieder da. Oh, Hannah, du bist ja wieder da. Klasse. Oh Mann, ich hoffe, dass sich das jetzt alles regeln wird. Und dann gehe ich auf jeden Fall auch wieder lieber zur Schule. Oh, Mama, wirklich. Also, ich bin alt genug. Ich weiß, wann ich ins Bett muss und ich bin noch nicht müde. Also möchte ich auch noch nicht schlafen. Was ist dein Problem, Mama? Oh, Julian, doch nicht schon wieder das Thema. Eure Bettzeiten sind festgelegt. Ihr geht immer zur selben Uhrzeit ins Bett. Und außerdem hörst du dich irgendwie erkältet an. Ab in die Federn mit dir. Oh, Mama, meine Nase läuft ein bisschen. Ich habe ein bisschen Husten. Mehr ist es gar nicht. Und außerdem, nein, ich möchte nicht ins Bett. Ich bleib jetzt hier. Ich will auch gar nicht ins Bett. Ich bleib jetzt hier liegen. Nö, und ich schlafe auch nicht. Ich bleib die ganze Nacht wach. Julian? Also ich werde jetzt Emma ins Bett bringen. Wenn du jetzt immer noch hier auf dem Boden liegst, wenn ich zurück bin, dann gibt's aber richtig Ärger. Ja gut, kann ich mich drauf einstellen, Mama. Oh, Papa, das ist doch echt nicht dein Ernst. Ich bin eben erst mit den Hausaufgaben fertig geworden. Und ich will jetzt echt noch meine Freizeit haben. Ich bin schon ein Schulkind. Ich kann länger aufbleiben. Der Papa hat gesprochen und Papa hat gesagt, dass du jetzt ins Bett sollst. Also, Marsch. Oh, Papa, keine du verwechselst mich, glaube ich, mit Julian und Emma. Ich bin kein Baby mehr. Außerdem, Dave, der darf immer eine halbe Stunde länger aufbleiben als ich. Ja und? Also, wenn Dave hier wohnen würde, dann können wir gerne darüber diskutieren, aber so nicht. Also, gute Nacht, Madame. Nee, ich leg mich jetzt nicht hin. Mach ich nicht. Das kann Papa sich hinter die Haare schmieren. Ach, Emmerlein, wären bloß alle so wie du. Du bist so brav. Ach, ich verstehe das echt nicht, was so schlimm daran ist, früh ins Bett zu gehen. Na gut, heute will ich auch nicht früh ins Bett. Heute ist Quiznight. Aber ansonsten könnte ich schon um 6 Uhr schlafen gehen. Julian Vogel, was soll das hier werden? Ich habe doch gesagt, wenn du jetzt immer noch hier bist und nicht im Bett, dann gibt's Ärger. Aha, okay. Ja gut, was soll ich machen? Dann gibt's halt Ärger. Aber ich schaue so lange meine Videos, okay? Also bisschen leise, Mama, okay? Und Schatz, bist du bereit? Oh. Claudia, was ist denn mit unserer Quiznight? Oh, Julian ist ja immer noch wach. Also ich habe meine Aufgabe erledigt. Hannah, die liegt jetzt im Bett. Julian, jetzt wirst du aber auch hier noch frech, ne? Wenn ich dir was sage, dann sollst du darauf hören. Ja, aber ich kann mich doch nicht so früh ins Bett legen. Ich bin doch gar nicht müde. Und ich bin auch nicht müde. Ich gehe nicht ins Bett. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich finde, man sollte das nicht machen, was die Eltern sagen. Wenn man nicht müde ist, geht man nicht ins Bett. Hanna, sag mal, was machst du denn hier? Oh, ich hab dir gesagt, du sollst dich hinlegen. Ich hab gute Nacht gesagt. Und ich hab dir gesagt, dass ich mich nicht hinlege. Du bist aber, ich bin dein Vater. Oh, was ist denn hier los? War der Weihnachtsmann schon da? Oh, super, Leute. Jetzt habt ihr die Einzige geweckt, die hier am Schlafen war. Ach komm, Emma, geh wieder ins Bettchen. Alles in Ordnung. Geh wieder schlafen. Also, das ist jetzt das allerletzte Wort, was ich hier spreche. Ihr geht jetzt alle ins Bett. Gute Nacht und ihr bleibt auch im Bett, damit das klar ist. So, süße Träume, würde ich mal sagen. Boah, also, nee, ich möchte jetzt nicht ins Bett. Was sagst du dazu, Hannah? Also, ich sehe das genauso. Ich finde nicht, weil die Eltern sagen, dass man ins Bett muss und müde sein muss, dass man dann auch wirklich müde sein muss. Das ist ein Skandal, sage ich dir. Also, ich bin müde. Ich bin damit nicht einverstanden. Nein. Wir müssen uns dagegen auflehnen. Stell dir mal vor, Mama und Papa sagen demnächst, wir sollen mittags schlafen oder nachmittags. Das wäre der größte Skandal. Und dann müssen wir uns auf einmal hinlegen und müde sein. Nein, das machen so wir nicht. So nicht. Oh, Mittagsschlaf klingt echt gut. Also ich mache gerne Mittagsschlaf und am liebsten auch noch mit einer schönen heißen Tasse Kakao vorher. Ich sag dir, das wird eine Revolution hier bei Familie Vogel. Die Kinder von Familie Vogel wollen bessere Schlafenszeiten. Ja, genau, das fordern wir. Genau, wir wollen selber entscheiden. Oh, also ich bin fix und alle jeden Abend das Gleiche mit denen. Und dann auch noch heute zur Quiznight. Oh, kein schlechterer Zeitpunkt. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, Martin. Machen wir irgendwas in der Erziehung falsch? Warum klappt das bei uns nicht? Claudia, Schatz, Claudia, es ist doch vorbei. Es ist doch vorbei. Wir machen alles richtig. Und guck, der Fernseher ist an, das Quiz läuft und wir haben ja auch Torte und ein bisschen Tee. Entspann dich, es wird alles gut. Das wird unser Abend. Ach, du hast recht, Martin. Tief ein- und ausatmen. Mhm. Ach, die Show geht los. Ach, dieser Moderator, der ist sowas von sympathisch. Richtig Find nett. Ich auch, ja. Mhm. Wir, die Kinder von Familie Vogel, wollen bessere Schlafenszeiten und wir wollen besseres Essen. Das ist unsere Forderung und unser Recht.
Julia, oh, bist du jetzt völlig wahnsinnig geworden? Wo kommt das Megafon her? Das ist ja völlig verrückt. Was? Das soll verrückt sein? Nein, nein, verrückt ist es, dass wir immer noch nicht die gleichen Rechte wie ihr habt. Also, wir möchten bessere Schlafenszeiten, viel, viel bessere. Und das muss angepasst werden hier in diesem Haus. Und gleichzeitig fordern wir ein Wahlrecht aufs Badezimmer. Wer darf zuerst ins Badezimmer? Die Eltern oder die Kinder? Bisher durften immer die Eltern zuerst rein. Ja. Das soll sich jetzt ändern. Oh, kann ich jetzt eine Tasse Kakao bitte haben? Eigentlich wollte ich doch nur einen Kakao vorm Schlafen gehen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Kinder, ich verstehe euch einfach überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Freiheit, ihr müsst doch hier Kinder. Nicht demonstrieren. Ich meine, wir sind doch total nett zu euch. Warum seid ihr denn so böse zu uns? Was? Wir sind die Bösen hier? Nein, nein, nein. Wir sind die Guten. Ihr seid die Bösen. Außerdem fordern wir mehr Streichelzoos in Playmobil City. Ich glaube, das war eine andere Demonstration. Oh, Kinder, ich verstehe die Welt nicht mehr. Einmal die Woche ist unsere Quiznight. Da wollen Papa und ich ganz in Ruhe mal Fernsehen gucken. Aber ihr müsst jedes Mal dazwischen funken und heute besonders schlimm. Ja, also, das passiert nur einmal die Woche, Kinder. Und ihr startet hier schon eine Revolution. Also, so geht das nicht, Kinder. Nee, nee, nee. Also, ich habe gesagt, ab ins Bett. Also, gute Nacht. Ich sag's jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Wie, was? Quiz? Was für ein Quiz? Ach so. Warte mal. Hanna, da könnten wir doch was... Ah, ja, Julian. Ich weiß, was du meinst. Also, Mama, wir haben ein Angebot. Wir schauen die Quizshow und wenn wir 2 Fragen richtig beantworten, dann dürfen wir heute so lange aufbleiben, wie wir wollen. Einverstanden? Also, Hanna, darauf lasse ich mich nicht ein. Ihr sollt ins Bett gehen und nicht mit uns verhandeln. Claudia, ich habe eine Idee. Schatz, lass du doch. Das ist doch das Quiz. Die Fragen werden die niemals wissen können. Das sind doch nur Fragen für Erwachsene. Meinst du? Nein, niemals. Okay, Kinder, ist gebongt. Machen wir. Also gut. 2 Fragen hintereinander richtig beantworten von der Quiznight. Ich bin gespannt. Oh, ich hoffe, die schaffen es nicht. Dann bin ich mal gespannt, was für Fragen jetzt kommen. Ich hoffe, das sind richtig schwierige, gleich am Anfang. Okay. Hanna, meinst du aber, wir schaffen das? Weil auf jeden Fall. Ich war einmal bei dieser Quiznight dabei, bei Mama und Papa. Und die Fragen sind wirklich schwer. Manche Wörter kenne ich gar nicht. Wir kriegen das schon hin, Julian. Emma, was sagst du dazu? Oh, naja, okay, Emma weiß sowieso nichts. Es geht los. Also, was ist die erste Frage? Wer hat die Relativitätstheorie erfunden? Martin, das wissen die niemals. Niemals? Ja, hier, ich weiß es. Also, das war Einstein, Albert Einstein. Und die Lösung lautet Albert Einstein. Ja! Wie bitte? Hanna, woher weißt du sowas? Wow. Das stand bestimmt wieder in so einem klugen Buch drin, was du liest. Oh nein! Yes! 1-0 für uns! Also, wir müssen jetzt noch eine Frage richtig beantworten. Oh, das habt ihr nicht gedacht, ne? Hanna, also, heute finde ich es richtig gut, dass du klug bist, aber sonst nicht so. Hanna, woher weißt du das? Und das, also, gut, ich glaube, ich wusste es, aber ich hatte eigentlich jemand anderen im Kopf. Aber, nee, Tesla war das nicht. Oh, okay, da kommt die nächste Frage. Nennen Sie den ersten Skateboarder, der es geschafft hat, ein 900 zu stehen. Was? Eine Frage über Skateboard? Das weiß ich. Das war Tony Hawk. Julian, bist du dir sicher? Denk ja, lieber nochmal drüber nach. Ich bin mir sicher. Wart's nur ab. Und die Antwort lautet Tony Hawk. Nein. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das hätte ich niemals gewusst. Warum wann kommen denn so welche Fragen ja. dran? Oh Gott. Komisch. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir können so lange aufbleiben, wie wir wollen. Emma, steh auf. Du musst nicht schlafen. Hey, du Schlafmütze. Wir dürfen so lange aufbleiben, wie wir wollen. Julian, wir sind endlich frei. Wir dürfen glaub, ein Leben lang rein. So lange aufbleiben, so wie wir möchten. Und unsere Eltern dürfen nicht mehr uns ins ja, Bett schicken. Das ist so Nie schön. Wieder. Stopp. Heute Abend heißt es. Also, ihr habt 2 Fragen beantwortet und heute Abend dürft ihr so lange aufbleiben, wie ihr wollt. Das war die Vereinbarung. Nicht für immer. Oh, super, Hanna. Du hast heute Nein. gesagt. Oh, ich meinte aber eigentlich für immer. Ich meinte das Quiz heute oh, Abend. Oh, super. Ach, Mist. Ach, das war ja wohl nur ein kleiner Triumph für die Kinder. Bin ich froh, dass die jetzt nicht jeden Tag so lange aufbleiben können, wie sie wollen. Ach. So, die letzten Sachen aus dem Backofen sind jetzt auch durchgebacken. Der Kaffee ist fertig. Ich glaube, ich habe alles. Oh, wonach riecht das denn hier? Richtig lecker, wie beim Bäcker. Oh, so viel Kuchen. Ich glaube, es gibt eine Party. Oh, ich glaube, das ist eine Überraschung für mich. Ich verstecke mich erstmal hier. Das ist bestimmt alles nur für mich. Eine Party für Emma, ja! Ene, mene, meck. Du bist weg. Hä, Emma, wo kommst du denn her? Psst, Hanna, ich muss dir was sagen. Was denn? Also Mama, die hat unten ganz viel Kuchen gebacken und ich glaube, es ist eine Überraschungsparty. Oh, bestimmt für mich. Oh Mann, wie lange war ich denn hier auf dem Klo? Und wie das stinkt.
Da sollte keiner lieber rein. Was machen die schon wieder in Hannas Zimmer? Das sind bestimmt... Die reden bestimmt über mich, natürlich! Da muss ich zuhören. Julian, komm schnell rein. Wir müssen dir was sagen. Mama plant anscheinend eine Überraschungsparty unten mit ganz viel Kuchen. Wie, für mich? Nein, für mich. Bestimmt für mich. Nein. Also ganz ehrlich, ich mag euch ja, ne? Und wir sind ja auch eine Familie. Aber warum sollte Mama jetzt eine Überraschung für euch machen, eine Überraschungsparty? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Die Party ist bestimmt für mich, weil ich das liebste Kind bin. Und ich bin eine Prinzessin. Für mich, weil ich das Kleinste bin. Julian, Emma, kommt ihr runter? Tja, siehst du, Anna? Die Party ist ganz bestimmt nicht für dich. Nur für uns. Ich glaube aber nur für mich. Wahrscheinlich will dir Mama sagen, Emma, dass die Party für mich ist und du nicht traurig sein sollst. Ja, genau deswegen. Ach, ist mir doch egal. Ich gehe mit runter. Ich will auch Kuchen essen. Wow, guck dir mal Mama an, Emma. Ich glaube, es gibt doch keine Party, weil die sieht ist ja nicht voll schlecht drauf. Die sieht nicht so happy ich aus. Ich habe aber nichts gemacht. Hast du irgendwas gemacht? Nein. Ihr wart doch im Wohnzimmer, ihr beiden, oder? Schaut euch das mal an. Ihr habt das totale Chaos hinterlassen. Oh, da liegt alles auf dem Boden, überall verteilt. Könnt ihr das bitte aufräumen? Hä, wie bitte? Ich war das nicht, auf gar keinen Fall. Ich war das auch nicht. Nein. Frag mal lieber bei Hannah nach. Oh, ihr braucht mich jetzt gar nicht zu veräppeln. Ich habe euch genau gesehen. Ihr wart doch davor und habt Cartoons geguckt. Ja, ist ja gut. Aber Mama, sag mal, warum haben wir hier überall Kuchen und so Süßigkeiten und so? Gibt's heute eine Überraschungsparty? Und ja, und wenn ja, für wen? Das verrate ich erst, wenn ihr endlich aufgeräumt habt. Also los. Das sieht hier alles so lecker aus und alles frisch und duftet. Mama, verrätst du mir, für wen die Party ist? Hey Leute, ich bin wieder... Wow, was ist das denn hier? Das ist ja... Sieht ja ziemlich lecker aus. Aber warum denn das... Oh nein, jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, Mann. Mama, wir sind fertig. Ja, wir haben alles blitzblank aufgeräumt. Jetzt sag uns das endlich. Für wen ist die Party? Los, erzähl's. Ja, genau, Mama, jetzt sag schon endlich. Wir wollen das jetzt endlich wissen. Bekommen wir Besuch? Oh ja, auf jeden Fall. Wobei, ob es Besuch ist, weiß ich nicht. Aber es kommen auf jeden Fall ein paar Leute. Oh, das kann wieder was werden. Ach, da seid ihr ja schon. Sogar ein bisschen zu früh. Nein! Und wir dachten, es gäbe eine Party. Es wird auch eine Party, aber eine richtig schlechte. Es wäre lieber eine Überraschungsparty für Emma oder für Julian, aber nicht die Schnösels. Nein! Julian. Also du hast ja immer noch diesen gleichen Pulli an. Sag mal, willst du mal nicht deinen Look ändern oder so? Das ist sowas von 2012. Oh, ich habe einfach gar keine Lust, mich jetzt mit euch hier zu unterhalten. Oh, ich wünschte, ich wäre zu Hause geblieben. Hey Tessa, warst du vielleicht mal wieder reiten? Emma, das sieht total babyhaft aus mit diesem Pinguin da auf deinem Shirt. Na und? Ach, das ist ja super. Die Kinder spielen schon zusammen. Und dann kannst du ja auch endlich Kuchen geben. Ich habe einiges vorbereitet. Schau mal, Maren. Also, Hannah, ich war wirklich letztens reiten, aber nicht auf so einem komischen Pferdehof, wo wir letztens waren, sondern das war einfach viel, viel besser als das, wo wir waren. Oh, am liebsten würde ich eigentlich rauf auf mein Zimmer und einfach nur am Tablet irgendwas machen, aber ich habe auch Hunger auf den Kuchen. Oh, toll, da muss ich wohl hier bleiben. Oh, dieser Schokodonut, der sieht sowas von lecker aus. Der gehört mir, den muss ich irgendwie reservieren, ob ich den wohl irgendwie ablecken sollte oder so. Oh nee, dann schimpft wieder Mama. Tessa, schau mal, das scheint hier alles irgendwie selbstgemacht zu sein. Ja. Und das wird wahrscheinlich gar nicht schmecken. Ich kenne doch Tante Claudia, aber dieser Schokodonut, ich hoffe, der ist gekauft. Ich nehme auch so einen Donut. Ach, besser ist das. Nein, Nils, der gehört mir, den hatte ich schon, bevor ihr da wart, reserviert. Tut mir leid, aber da hättest du anrufen müssen. Oh, Nils, lass es doch einfach. Das ist keine Schokolade. Das ist eigentlich, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist ein Spezialrezept und das von meiner Mama. Ja, ja. Hey, ihr beiden, wenn ihr euch um den Donut streitet, dann nehme ich den. Ich mag ganz auch total gerne ganz Schoko. Bestimmt nicht, Hannah. Was ist denn da schon wieder bei den Kindern los? Ach, das können die sicherlich unter sich klären. Ich muss mich da nicht einmischen. Mike und Maren, möchtet ihr eine Tasse Kaffee? Also tut mir leid. Claudia, das ist jetzt ja wohl echt nicht dein Ernst. Kaffee? Du weißt doch. Das trinken wir nicht. Wir trinken nur entkoffinierten Sojalatte. Genau. Oh Gott. Oh, Hannah, Nils, ihr habt... Herr damit! Ihr habt euch den gar nicht verdient. Ihr müsst euch diesen Schokodonut erst verdienen und ich muss den auch als ich erstes probieren. Ja, danach könnt ihr vielleicht essen, wenn ich den komplett aufgegessen habe. War ja klar, das pure Chaos hier wieder mit den Kindern. Aber da mische ich mich am besten gar nicht ein. Isabel, kannst du einmal ganz kurz diesen Donut hier halten? Ja, klar. Ich muss mich da einmal ganz kurz einmischen bei Nils. Der ist in der Unterzahl. Nils, ich komme. Halte aus. Oh, Hannah, Julian. Braucht ihr Hilfe? Ich kann den Schokodonut gar nicht mehr sehen. Den habt ihr bestimmt schon platt gemacht. Julian, kannst du bitte von meinem Bruder runtergehen? Du machst dein ganzes Outfit kaputt. Also, Mike und Maren, das wusste ich leider nicht, dass ihr nur bestimmte Sachen... Oh, toll, Claudia. Möchtet ihr vielleicht einen Tee oder einen Saft, ein Wasser? Irgendwie sowas?
Ach, gut, dass mich heute keiner anspricht und die Kinder können sich ruhig streiten, aber Hauptsache keiner mit mir reden, bitte. Aua, ach, mein Kopf. Julian, du hast mir gegen den Kopf getreten. Das stimmt doch gar nicht. Ach, mein Kopf, er tut einfach so weh, mir ist auch ganz schwindelig. Mann, was für eine Szene. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Du bist doch gegen meinen Fuß gekommen, ich habe gar nichts gemacht. Oh, ich habe den Schokodonut, den verstecke ich am besten hier irgendwo, damit ihn keiner findet. Oh, Emma, ich sollte hier auf den Donut aufpassen, aber ich werde den einfach aufessen. Ich habe meinen auch hier gesichert. Ich glaube, ich esse ihn auch einfach auf. Also, mir ist total schwindelig. Ich glaube, mir wird gleich schwarz vor Augen. Ich falle in Ohnmacht. Also, tut mir leid, das, aber ich war das wirklich nicht. Also, wenn, dann bist du gegen meinen Fuß gekommen, weil ich wollte eigentlich nur den Donut und Nils, der wollte den, aber das war nicht seiner und es war auf jeden Fall nicht meine Schuld. Ich würde eher sagen, Nils ist schuld, weil er wollte den Donut klauen. Julian, also ich wollte nichts klauen. Wenn, dann würde ich mir den abkaufen, aber nein, auch das nicht. Oh, Tessa, was ist denn mit dir los? Oh nein, meine Kleine. Oh, Mama, Julian hat mir voll gegen den Kopf getreten. Oh. Julian und Hannah, was ist dir denn passiert und warum liegt Tessa auf dem Boden? Weil sie eine Szene macht. Hast du irgendwas gemacht? Nein, also nicht direkt. Wie? Also ist ja, es ging um Donut, aber ist ja egal, also Tessa, die übertreibt wohl, die ist nur mit dem Kopf gegen meinen Fuß gekommen, aber auch nur ganz leicht, ich hab das gar nicht gespürt und die macht jetzt voll die Szene hier, als wäre das so ein Film oder so. Mike, wir müssen sofort ins Krankenhaus, kommst du bitte, du musst Tessa tragen. Oh nein, meine kleine Arme, schau dir nur die Haare an, die sind ja völlig zu... Oh, Papa. Oh Gott, wir müssen ganz schnell ins Krankenhaus. Hoffentlich wird sie wieder gesund. Komm, Nils. Sofort los! Wir müssen ins Krankenhaus! Wo ist Isabelle? Maren, das wird doch jetzt nicht nötig sein. Ich meine, vielleicht hat sie nur eine kleine Beule. Ich habe auch ein Kühlpack im Kühlschrank. Claudia, ein Kühlpack? Was sind das denn wieder für Methoden? Also wir gehen zu einem richtigen Arzt, einem Mediziner. Schade, ich muss schon los, aber der Donut war lecker. Ich fand ihn auch richtig lecker. Vielleicht haben wir noch mehr davon. Mutter, hier bin ich. Ich komme. Oh, bei Familie Vogel ist es einfach immer zu gefährlich. Also bitte kommt mit. Wir müssen schnell los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, was war das denn schon wieder? Musste das sein? Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Backen und jetzt sind sie einfach abgehauen. Mama, aber das war nicht unsere Schuld. Und wir haben ja trotzdem Hunger auf Kuchen. Wir essen das einfach alles alleine. Ja, ich habe einen Bärenhunger, weil ich konnte den Donut auch nicht essen. Und Emma, ich habe dich als letztes mit dem Donut gesehen. Was ist damit passiert? Der Donut, der ist verloren gegangen. Keine Ahnung. Ach, hier sind doch so viele andere tolle Sachen. Ich finde, Mama kann super backen. Oh, das war so lecker. Ich habe mich richtig voll gemampft. Oh, ich bin richtig voll. Oh, das Telefon klingelt. Vielleicht ist das ja Maren. Okay. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Na gut. Also, wie ich das schon vermutet habe, das war total übertrieben. Tessa hat überhaupt nichts. Die wurden direkt nach Hause geschickt. Ach, naja. Guten Morgen, Julian. Aufstehen, du musst zur Schule. Was? Jetzt schon aufstehen? Muss das denn sein? Ei. Mama, also mein Kopf, na, also der fühlt sich ja so richtig schwer an, aber sowas von und irgendwie auch ganz heiß, wie so eine Lavakugel. So, ihr beiden, ich habe schon mal das Frühstück gemacht, aber wir warten noch auf Julian. Wo ist der denn? Also, wie ich Julian kenne, liegt der bestimmt noch im Bett. Der hat wieder keine Lust auf die Schule. Also, das geht nun wirklich nicht. Ich schau mal, wo er bleibt. Oh, mir geht's heute gar nicht gut. Also, ich komm Kopf voran. Also, ich bin schon ziemlich langsam, aber heute so richtig. Hanna, du hast sowas von recht. Ich kenne Julian doch. Der hat einfach keine Lust auf Schule. Und jetzt tut er wieder so, als wenn er krank wäre oder so. Julian, was ist denn mit dir? Kannst du nicht laufen? Warum benimmst du dich so seltsam? Oh, das willst du mich jetzt noch fragen? Weil ich mich seltsam fühle einfach. Ich bin sowas von K.O. Wie so ein Boxkämpfer. Also, aber mich hat niemand K.O. gehauen, aber trotzdem fühle ich mich so. Lass mich mal fühlen, Julian. Und? Stimmt, dein Kopf ist wirklich warm an. Hast du etwa Fieber? Julian, vielleicht ist es einfach besser, wenn du dich wieder ins Bett legst. Oh, was? Du solltest lieber zu Hause bleiben. Und nicht heute, also eigentlich mag ich es nicht, zur Schule zu gehen, aber heute ist so tolles Wetter, die große Pause und so. Oh Mann. Das kann doch nicht sein, ich bin immer am falschen Tag krank. Ich wette, in der Schule passieren wieder so viele Sachen. Wahrscheinlich sind 10 Lehrer nicht da und dann fliegen 20 Leute von der Schule. Bestimmt kommt die Polizei und die Feuerwehr und Julian, der liegt hier wieder im Bett, war ja klar. Oh Mama, um uns brauchst du dir keine Sorgen machen, uns geht's gut. Ich gehe zur Schule und Emma bringe ich auf dem Weg dahin zur Kita. Oh, das ist wirklich nett. Aber ich habe auch schon wieder total den Stress. Ich muss gleich ins Café und jetzt ist auch noch Julian krank. Und damit Julian jetzt schnell wieder gesund wird, bekommt er einen schönen heißen Kräutertee. Hallo, mein großer. Na, wie schaut's? Ich habe hier einen schönen Tee für dich. Gleich geht's dir besser. Oh, Mama, sag mir bitte nicht, dass das dieser grüne Kräutertee ist. Oh nein, der schmeckt sowas von eklig. Na gut, Julian, aber vielleicht kannst du ihn später trinken. Bitte ich stelle ihn nicht. Einfach hier hin. Ich muss aber jetzt leider erstmal weg. Also, mein großer, schön ausruhen und vielleicht bist du ja später wieder gesund, hm?
Na Martin, schön ausgeschlafen nach der Nachtschicht? Ja, Schatz, alles in Ordnung. Ich muss gleich ins Café. Julian ist nicht zur Schule gegangen, der ist krank. Okay. Vielleicht kannst du ja ein Auge auf ihn haben. Jetzt wirklich? Und dich um ihn kümmern, wenn er krank ist. Ich muss weg. Der ist immer so anstrengend, wenn er krank ist. Das kriegt Martin doch wohl hin, sich um seinen Sohn zu kümmern. So schlimm ist er jetzt nun auch nicht. Na, mein Kleiner, ich habe gehört, du bist ein bisschen krank. Na, wie ist es? Na, wie es sein soll, gar nicht gut. Mir ist sowas von Eis, Papa. Also normalerweise schlafe ich bei dem Wetter auch noch mit Decke, aber heute nicht, ist das nicht schrecklich? Oh Mann, mir geht's irgendwie gar nicht gut. Na, das ist mal richtig ungewöhnlich. Normalerweise, wenn dem Julian so heiß ist, dann zieht er sich eigentlich immer direkt aus, bis auf seine Badehose. Heute irgendwie nicht. Oh, Papa, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Das war eine super Idee. Hätte auch eine Julian-Vogel-Idee sein können. Naja, du bist mein Papa, also bist du ein bisschen Julian-Vogel. Mir geht's schon ein bisschen besser. Julian Vogel, so war das jetzt auch nicht gemeint. Du kannst im Winter doch jetzt nicht mit einer Badehose rumlaufen. Oh, aber Papa, ich meine, mein Kopf ist so heiß wie Lava und mir ist so richtig heiß. Was soll ich denn sonst machen? Bitte. Aber Julian, wobei, ich hätte da eine Idee, wenn dir heiß ist. Aber natürlich. Wie wär's, wenn er denn einfach hier im Pool springt? Ich meine, ich habe auch ein bisschen, ich sag mal, lauwarmes Wasser hier eingelassen im Pool. Da kann er sich doch ein bisschen abkühlen. Ich muss schon sagen, eine ziemlich gute Idee von mir. Martin, ich würde dir jetzt auf die Schulter klopfen, wenn das dann nicht ein bisschen komisch wäre. Und meine Frau ist bestimmt auch sehr stolz auf mich. Ja. Oh, Papa, mir ist immer noch richtig warm. Und weißt du was? Ich habe richtige Kopfschmerzen. Wahrscheinlich davon, dass ich so viel rede. Aber ich sollte nicht so viel reden. Julian, komm mal kurz. Ich nehme dich mal auf den Arm. Ich habe eine Überraschung für dich. Na, was sagst du? Was soll denn sein, Papa? Wir sind hier am Pool und da ist ja Wasser drin. Kann ich da reinspringen? Ja, wenn du möchtest. Oh Mann, das ist ja klasse. Weißt du was, ich werde mich da jetzt so richtig abkühlen. Und dann habe ich keinen Lavakopf, sondern einen Eiskopf. Aber das finde ich viel besser. Oh, das fühlt sich so gut an. Genau das Richtige für einen Julian-Vogel. Für einen kranken Julian-Vogel. Ich wusste doch, dass es eine super Idee ist. Ich bin guter Vater. Hallo, ich bin wieder da. Ich musste doch nicht so lange im Café bleiben. Was ist denn hier los? Ist da etwa Wasser im Pool? Ja, super Idee, oder Schatz? Ich meine, Julian war ziemlich heiß und da dachte ich mir, zur Abkühlung könnte er ja kurz in den Pool. Oh, mein armer, kranker Julian, du solltest doch eigentlich im Bett liegen. Komm sofort jetzt da raus. Aber Mama, es ist sowas von kühl hier im Pool und ich fühle mich schon viel besser, wirklich. Julian, du darfst auf gar keinen Fall auskühlen. Ich habe dich jetzt ganz, ganz dick in Decken eingemummelt. Na, fühlt sich das gut an? Naja, also toll fühlt sich das jetzt nicht gerade an. Ach, hin oder her, Julian, du bleibst jetzt hier liegen und trink jetzt gefälligst deinen Tee. Oh nein! Also das habe ich ja wirklich noch nie erlebt. Ich war nur kurz weg. Ach, naja, jetzt muss ich erstmal mit Martin ein ernstes Wörtchen reden. Martin, das war ja wirklich eine fabelhafte Idee von dir. Seit wann steckt man denn bitte ein krankes Kind in den Pool? Ach, komm, übertreib doch nicht. Also ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Ich fand sie sogar genial, um ehrlich zu sein. Und Julian hat sie auch gefallen. Ach, Martin, ich frage mich manchmal wirklich, ob du nicht hier das vierte Kind der Familie Vogel bist. Ich kann man überhaupt nicht mit dem Jungen allein lassen. Das war ja wieder sowas von klar. Also jedes Mal wird hier meine Entscheidung angezweifelt, aber ich bin hier der Vater und ich fand die Idee super. Martin soll endlich mal erwachsen werden. Er muss anfangen, vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Oh Mann, endlich komme ich aus dieser komischen Decke hier raus. Oder ist das ein Riesenhandtuch? Oh, mir geht's auch schon ein bisschen besser. Und ganz so warm ist mir irgendwie auch nicht mehr. Also war das so ein Wunderpool oder was? So ein Heilungspool, glaube ich. Hallo Leute, ich bin wieder da. Wir hatten die letzte Stunde frei. Du Mama, ich wollte mich später noch mit Philipp verabreden. Ist das in Ordnung? Hanna, am besten fragst du nicht mich, sondern deinen Vater. Der kann jetzt mal Entscheidungen treffen. Ich mach das jetzt nicht mehr. Papa, also ich wollte mich später mit Philipp treffen und Mama hat gesagt, ich soll dich fragen, ob das okay ist. Ach so, da werde ich jetzt gefragt. Nee, ich werde hier gar nichts mehr entscheiden. Da kannst du deine Mutter fragen am besten. Oh, nö, Mama, Papa sagt, ich soll dich fragen. Ach, das wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Typisch für ihn. Er versucht sich der Verantwortung zu entziehen. Ich frag mich eigentlich, gibt's hier nochmal was zum Mittagessen oder wie? Ich hab auch Hunger. Hey, also wie sieht's hier eigentlich aus? Gibt's hier noch was zu essen oder nicht? Ich dachte, Mama wollte kochen. Oh, hey Mama, da bist du ja. Und was gibt's heute so zu essen? Puh, keine Ahnung, Julian. Vielleicht fragst du dich das am besten mal deinen Vater. Der kann sich dir heute drum kümmern. Ich frag schon. Du Papa, Mama hat gesagt, dass du dich heute um Essen kümmerst. Aber bitte nicht wieder Spiegeleier, okay? Ich soll mich um das Essen kümmern. Ja gut, dann bestelle ich halt Pizza. Hast du das gehört? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn Mama und Papa sich streiten, dann kocht keiner und es gibt Pizza. Finde ich oh, gut. Oh yes. Oh, na toll. Und ob ich mich jetzt heute mit Philipp treffen darf, das haben Mama und Papa irgendwie immer noch nicht entschieden. Und wenn ich es wieder heimlich mache, dann gibt's auch nur Ärger. Philipp hat mir sogar schon 5-mal geschrieben. Dann werde ich nochmal einen Versuch starten und Mama oder Papa fragen. Oh, ich würde total gerne mit meinem Prinzessin-Schloss spielen, aber ich finde, es ist langsam ein bisschen eng in meinem Zimmer. Ich tue das manchmal woanders hin. Oh, was hat denn Emma jetzt schon wieder hier vor? Oh Mann, oh Mann. Hä, hey, was wird das, du Gartenzwerg? Nein, 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 das bleibt hier nicht in meinem Zimmer. Mm-mm. Ja, ist ja damit. Okay, ja. Und du am besten auch. Okay, ich frag dann Mama und Papa, ob ich da spielen darf im Schlafzimmer bei denen. Hanna, ich habe es dir eben schon gesagt. Ich werde hier nichts mehr entscheiden. Frag deine Mutter bitte.
Emma, falls du irgendwas fragen willst, versuch's gar nicht. Papa schickt mich immer zu Mama und Mama schickt mich zu Papa. Och, Mama, jetzt sind bestimmt schon ein paar Stündchen vergangen. Jetzt sag doch endlich, darf ich jetzt zu Philipp oder nicht? Oh, ich entscheide hier wirklich ganz, ganz viel im Haushalt. Und ich meine, das mache ich jeden Tag. Heute ist jetzt mein Papa an der Reihe. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Langsam nervt's mich mit Mama und Papa. Können die sich nicht einfach wieder vertragen? Mama, ich wollte fragen, ob ich mit dem Prinzessinnenschloss bei euch oben im Schlafzimmer spielen kann. Es ist wirklich nett, dass du mich fragst, aber frag am besten Papa. Hey du, Papa, also mir geht's auf jeden Fall schon viel, viel besser. Vielen Dank für den Pool. Kann ich jetzt vielleicht zum Spielplatz? Bitte, ist doch gutes Wetter. Julian, warum fragst du mich das denn? Also deine Mutter findet ja, dass sie hier keine richtigen Entscheidungen treffen kann. Deswegen kannst du sie am besten fragen. Die nervt total. Ja. Wie kleine Kinder benehmen die sich. Wenn sie sich nicht mal wie normale Eltern benehmen. Mir ist das vollkommen egal. Wenn die mir nichts sagen können oder erlauben, dann mache ich das eben einfach so. Ja, ich drehe mein eigenes Ding. Komm, Julian, wir gehen einfach. Ich gehe zu Philipp und du gehst zum Spielplatz. Was, Moment mal, wo wollt ihr gerade hin? Hat Papa euch das erlaubt? Nein, uns hat keiner hier was erlaubt. Aber ihr wollt euch ja nur streiten und uns nichts erlauben. Martin, du solltest heute einfach mal die Entscheidung treffen. Ist das so schwer zu verstehen? Ach so, jetzt auf einmal. Eben noch, da war meine Entscheidung ja nicht so toll. Oh, Mama, Papa, hört ihr euch eigentlich überhaupt selbst? Ihr seid die ganze Zeit nur am Streiten, habt euch doch wieder lieb. Hanna, ganz ruhig, ich hab die Mama lieb, keine Sorge, aber die nervt mich halt ab und zu. Oh, Papa, das verstehe ich sowas von gut, sage ich dir. Also Mama, die nervt mich auch ab und zu und ich muss ehrlich sagen, du auch. Ach, jetzt nerv ich euch auch noch. Also vielen Dank, Kinder. Ich meine, ich habe ihnen nur mein Bestes gegeben. Aber Mama, eins muss ich trotzdem sagen und Papa in Schutz nehmen. Also das mit dem Pool hat wirklich geklappt. Mir geht's wirklich besser. So schlimm war das nicht. Also beruhig dich. Naja, Julian, ob du jetzt wieder gesund geworden bist, weil du im Pool warst, das bezweifle ich auch. Aber Mama, Papa, ihr sagt uns auch immer, dass wir nicht streiten sollen. Na, du hast ja recht, aber ich meine, streiten ist schon blöd. Aber ich wusste eben gerade nicht, wie ich das anders lösen sollte. Ja, Schatz, es tut mir auch leid. Ich weiß, das mit dem Pool war keine so gute Idee, aber manchmal habe ich halt ein bisschen das Problem damit, wenn du mich immer hier, ne, also kritisierst. Na gut, Martin, du bist halt manchmal ein bisschen einfältig, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, also du, Hanna, ich glaube, wir sollten uns langsam hier aus dem Staub machen, bevor wir noch den Ärger bekommen. Hast du das gerade gehört? Du hast recht, lass uns schnell losgehen, aber sonst verbieten die uns das nachher noch. Also das war schon ganz gut, als sie beide nichts gesagt haben und wir einfach selber entscheiden durften, aber es ist auch schön, dass sie sich wieder vertragen haben. Ist da noch was? Ist da was? Ich kann es nicht so genau erkennen. Was macht Hanna denn da? Redet die mit sich selber vor dem Spiegel? Oh Mann, vielleicht soll ich das auch mal machen. Das machen doch immer Schauspieler. Ich wette, Hanna ist schon wieder bei der Theater-AG und hat mir nichts davon gesagt. Ist da was oder ist da nichts? Emma, was machst du denn da? Redest du mit deinem Spiegelbild? Was soll das denn werden? Na, ich übe für meine neue Rolle. Ich werde Schauspielerin. Oh, ach ja, Entschuldigung, dass ich gefragt habe, für welche Rolle denn? Ich weiß davon nichts. Gute Frage, Mama. So genau weiß ich das auch nicht. Aber Hanna macht das die ganze Zeit und ich dachte, sie wüsste irgendwie was von der Theater-AG oder so. Ich werde mal eben nachsehen, was Hanna da treibt. Sie steht vorm Spiegel und redet die ganze Zeit mit sich. Oh Mann, ich kann es einfach nicht erkennen. Der Spiegel ist viel zu weit weg. Ist da jetzt etwas nicht? Hanna, kann ich dir vielleicht bei irgendwas behilflich sein? Du blockierst dir die ganze Zeit das Badezimmer. Oh, Mama, gut, dass du da bist. Schau dir bitte mal meine Lippe an. Wenn es sein muss, auch mit einer Lupe. Okay, Hanna, ich habe jetzt wirklich alles ziemlich vergrößert und ich kann nichts sehen. Keine Spur von Herpes. Mama, schau doch mal ganz genau hin. Ist das jetzt wirklich weg? Hat das Zeug aus der Apotheke geholfen? Ja, Hanna, wenn ich es dir doch sage, da ist kein Herpes mehr. Du kannst wirklich beruhigt sein. Das ist weg. Hat sich nicht lange gehalten. Hanna, jetzt sag endlich, für welche Rolle hast du geübt? Kann ich da mitmachen bei der Theater-AG, bitte? Hä, Emma, was für eine Rolle? Also ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Wie kann man denn früh am Morgen schon so Fragen stellen? Oh Mann, und wie kann man früh am Morgen schon so schlecht gelaunt sein? Ich habe mir gar nichts getan. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Also ich bin spät dran, ich muss jetzt zur Schule. Mach dir keine Gedanken, Emmalein. Alles in Ordnung. Es geht nicht um irgendeine Theatergruppe. Das hast du irgendwie falsch verstanden oder dir eingebildet. Nicht? Ach so, schade. Ich dachte, ich spiele einen Baum oder so. Also wenn ich mir das so angucke, ich glaube, die hat uns schon total vergessen. Hey, morgen Pia. Sag mal, wo ist denn Becky? Ist die heute gar nicht da? Ist die krank? Nein, da vorne ist sie doch mit Ricardo und die sind total am Turteln. Ich glaube, wir sind abgeschrieben, sowas von. Ricardo, nein, du bist süß, wirklich, ich mein's ernst. Nee, ich finde, du bist viel süßer, vielleicht so wie Zuckerwatte, aber blaue Zuckerwatte, ja, die habe ich am liebsten. Becky, ich muss dir was sagen. Ich wünschte, wir könnten wirklich jede Minute zusammen verbringen. Ich möchte noch nicht mal in den Unterricht, nein, das möchte ich nicht. Ach, Ricardo, du bist sowas von süß. Oh Mann, Becky hat's total erwischt. Das ist ja besser als in jedem Liebesfilm. Findest du, Hanna? Also ich mach mir da eher Sorgen. Warum das denn? Also ist doch toll, dass jetzt Becky endlich mit ihrem Schwarm zusammen ist. Sie hat sich das so gewünscht.
Also ich finde das überhaupt nicht toll. Ich meine, was soll daran toll sein? Sie hat jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr für uns. Wenn wir uns mit ihr treffen wollen, dann sagt sie die ganze Zeit bestimmt, nein, ich mache schon was mit Ricardo. Ich kann echt froh sein, dass du keinen Freund mehr hast, Hannah. Oh, es hat schon geklingelt. Wir müssen zum Unterricht. Schade. Oh, weißt du was? Ich bring dich in den Klassenraum, weil dann haben wir noch ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, wie lange es dauert. Hast du das gesehen, Hannah? Jetzt macht Ricardo schon meine Aufgabe. Ich meine, ich schieb sie doch immer in den Unterricht. Oder du. Und jetzt? Toll. Hey, Ricardo, warte. Ich mach das doch immer. Ach Mensch, Pia, lass die beiden doch. Das ist doch nicht so schlimm. Ich verstehe gar nicht, warum Pia so sauer ist. So, wir sehen uns in der kleinen Pause nochmal, ne? Oh Mann, Hannah, die können ja echt nicht die Finger voneinander lassen. Das hält ja keiner mehr aus. Selbst in der kleinen Pause haben wir nicht mehr unsere Becky. Pia, schalt doch mal einen Gang zurück. Was ist denn mit dir los? Bist du total neidisch auf die beiden? Was? Ich? Nein. Wieso? Ich meine, Jungs können mir gestohlen bleiben. Ich bin froh, dass ich keinen Freund habe. Und ich bin auch froh, dass du keinen hast. Ich meine, als das mit Dave war, Mann, da muss ich auch ganz schön drunter leiden. Kinder, nicht auf dem Flur streiten. Ab in den Klassenraum. Es hat schon geklingelt. Na toll, das ist ja ein super Start in den Tag. Jetzt habe ich mich schon mit Pia gestritten heute. Ach Mann. Good morning, kids. Welcome to our today's English lesson. Good morning, Mrs. Blume. Also Ronja ist ja dafür bekannt, dass sie Schwierigkeiten macht, aber in der Schule und schwänzen tut sie normalerweise nicht. Was ist denn da los? Philipp, mach dir keine Sorgen. Also die Ronja, ich habe eine Krankmeldung von ihr. Die hatte wohl ziemlich dicken Herpes an der Lippe. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das geschieht ihr so recht. Erst macht sie sich über mich lustig und jetzt hat sie es selber. Hannah Vogel, das ist doch nicht lustig, wenn jemand erkrankt ist. Da macht man sich doch nicht drüber lustig. Ja, Frau Blume, tut mir leid. Also war ein bisschen unangebracht, aber ich spreche da aus Erfahrung. Hey, Hannah, wollen wir uns heute treffen? Heute? Ich habe keine Ahnung, ob ich Zeit habe. Ich muss mal kurz erst Philipp fragen. Wie, was? Du musst Philipp fragen, ob du Zeit hast? Ich meine, weißt du das nicht selber? Wie? Du, Philipp, sind wir eigentlich heute verabredet oder wann war das nochmal? Nee, ich glaube nicht. Hatten wir nicht nächste Woche Dienstag gesagt oder vertue ich mich jetzt? Schon gut. Also, Pia, wir können uns verabreden. Ich habe doch keine Verabredung mit Philipp. Also, das ist doch jetzt echt wohl die Höhe. Du musst Philipp fragen, ob du Zeit hast. Bin ich nur die zweite Wahl oder wie? Ich bin deine beste Freundin. Pia, ist das da hinten eine Meldung? Hast du schon eine Frage? Nein, Frau Blume, ich habe mich nur mal gestreckt. Wissen Sie eigentlich, wie unbequem diese Stühle hier in der Schule sind? Mann, oh Mann. Naja, wie dem auch sei. Also, Kinder, gut aufpassen, es geht los. Was ist denn jetzt, Pia? Ich weiß gar nicht, warum du dich aufregst. Wollen wir uns heute Nachmittag verabreden oder nicht? Hannah, mit dir treffe ich mich bestimmt nicht. Ich meine, dass ich mich auch noch hinten anstellen muss. Ich bin deine beste Freundin, du solltest immer für mich Zeit haben. Mann! Also, ganz ehrlich, ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Pia, ich habe Zeit. Also, warum wollen wir uns denn jetzt nicht verabreden? Und das fragt ihr mich auch noch. Mann, oh Mann, immer diese ganzen Jungsgeschichten. Becky mit Ricardo, Hannah jetzt mit Philipp und ich. Ja, toll. Was mit mir? Mann, was habe ich denn falsch gemacht? Jetzt ist Pia noch mehr sauer auf mich. Schon der zweite Streit heute zwischen uns. So, Kinder, die Stunde ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle was Tolles gelernt. Bis zur nächsten Englischstunde. Komm, Becky, lass uns abhauen. Nichts wie weg. Hey, Leute, wartet doch auf mich. Was ist denn los? Wir verbringen uns sonst auch die Pause zusammen. Oh, Hannah, also ich möchte zwar keine schlechten Neuigkeiten hier verbreiten, aber ich glaube, so wie die gerade abgehauen sind, wollen die mit dir nichts zu tun haben heute. Da muss ich direkt hinterher, das kann doch nicht sein. Also eigentlich wollten doch bestimmt Becky und Ricardo auch die Pause verbringen. Verstehe ich nicht. Normalerweise verbringen wir die Pause doch immer hier bei den Schließfächern. Und hier sind die beiden nicht. Komisch, wollen die sich vor mir verstecken? Hey, du, wenn du Pia und Becky suchst, also sie sind nicht hier. Ich glaube, die sind da hinter den Toiletten oder so. Becky, du kannst ruhig ehrlich zu mir sein. Ich meine, wie oft hat sich Hannah jetzt in letzter Zeit mit Philipp getroffen? Ich habe sie öfter gefragt und sie hat gesagt, sie hat keine Zeit. Keine Ahnung, so genau weiß ich das nicht, aber schon ein paar Mal. Ich meine, es gab ja auch ziemlich Ärger und so mit der Stiefmutter. Ich wette, sie hat sich die ganze Zeit mit ihm getroffen und mir dann immer abgesagt. Das kann die doch nicht machen. Und ob ich das machen kann? Ich kann mich treffen, mit wem ich will. Hannah, was, wir haben nicht über dich geredet. Ich meine, nee. Pia, jetzt mal ganz im Ernst. Ich will mich nicht mit dir streiten, aber ich kann mich doch wohl treffen, mit wem ich will. Ich muss dir doch nicht alles sagen. Aha, so verstehst du das also. Du bist meine beste Freundin. Ich dachte, wir erzählen uns alles. Und ich meine, dass du dich jetzt immer mit Philipp und so triffst und nicht mehr mit mir? Mach ich doch gar nicht. Aha. Ihr beiden, könnt ihr euch nicht wieder vertragen? Ich meine, ich kann auch einen Streitschlichter holen. Sorry, Mädels. Ich möchte jetzt nicht großartig stören, aber ich müsste einmal hier auf Klo. Das ist alles nur deine Schuld, Philipp. Philipp, tu dir keinen Zwang an. Kannst ruhig auf Toilette gehen. Oh Mann, ich möchte mich hier gar nicht einmischen. Könnt ihr euch nicht woanders streiten? Du hast dich echt total verändert, seitdem du dich mit Philipp triffst. Ich meine, davor mit Dave, da musste ich auch immer schon zurückstecken. Weißt du was, Pia? Ich finde das total fies, das brauchst du doch nicht Philipp in die Schuhe schieben. Der hat doch gar nichts damit zu tun.
Du bist bestimmt nur neidisch und eifersüchtig, weil du keinen Freund hast. Hättest ja John nehmen können. Also irgendwie ist das schon ein bisschen merkwürdig. Ich sitze hier auf Klo und die reden über mich. Ich höre doch die ganze Zeit meinen Namen hier. Boah, Hannah, das nimmst du zurück. Ich meine, John und ich, wir passen nicht zusammen. Du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit nur darauf rumhacken. Immer diese Jungs. Also mir reicht's. Pia, denk mal darüber nach. Du bist einfach nur total egoistisch und bestimmt total neidisch, weil Becky einen Freund hat, weil ich Philipp habe. Du bist einfach neidisch. Ja, irgendwie. Pia, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Ich meine, irgendwie so richtig freuen tust du dich ja nicht über die neue Beziehung von mir. Bist du irgendwie wirklich ein bisschen eifersüchtig? Becky, nein, so war das nicht gemeint. Ich meine, es ist doch toll, dass du einen Freund hast und so, aber was ist mit unserer Freundschaft? Also, Hannah hat wirklich recht. Pia, denk mal darüber nach. Ich meine, wir sind doch echt eine Clique und jetzt geht alles auseinander. Leute, Becky, wo wollt ihr denn hin? Hannah! Oh Mann, ich hab's total vergeigt. Oh, langsam habe ich echt die Faxen dicke. Ich habe keine Lust mehr auf den Gips hier. Das ist voll langweilig. Oh, was soll ich denn jetzt machen? Oh, ich könnte doch überlegen, was ich hier jetzt mit meinem Spielzimmer mache. Ich könnte hier vielleicht einen riesen Fernseher dran machen und dann eine Playstation holen. Oh Mann, das wäre super. Ich könnte hier zum Beispiel mein Prinzessin-Schloss richtig schön hinstellen und auch meine ganzen Puppen so aufreihen, damit man die gut sieht. Und dann habe ich ganz viel Platz und könnte vielleicht auch noch einen Spielteppich holen. Was? Emma, was erzählst du da? Nee. Das wird nicht dein Zimmer, das wird hier mein Spielzimmer. Doch. Was? Julians Zockerbude wird das hier. Das wird's nicht. Das kannst doch. Du dir direkt aus dem Kopf schlagen. Nein. Das wird mein Zimmer, ganz doch. Ganz bestimmt nicht. Wozu brauchst du denn ein größeres Zimmer? Du bist doch ein kleines Baby. Weil mein Zimmer ganz klein ist, ja, und du ich bist auch viel klein. Spielzeug habe. Das wird ein richtig schönes Prinzessinnenzimmer. In deinen Träumen vielleicht. Da vorne steht dann mein Bett. Hier steht das Schloss. Ich weiß ganz genau, wie das dann aussehen soll. Emma, das ist viel zu groß für dich. Nein, das wird auf jeden Fall mein Zimmer. Oh, Emma, nein, das wird mein Zimmer. Nein. Oh, ich habe immer noch nicht gelernt, auf diesen Krücken vernünftig zu stehen. Ich war das nicht, du bist selber umgefallen. Ja, das war ich auch selber, aber jetzt geh raus aus meinem Zimmer, aus Julians Zockerbude. Doch, raus. Julian, Emma, was ist denn hier schon wieder los? Kannst du Emma vielleicht sagen, dass sie aus meinem Zimmer raus soll? Kannst Julian bitte sagen, dass er aus meinem Zimmer raus soll? Das ist mein Zimmer, Emma, das ist mein Zimmer. Nein. Wovon redet ihr? Julians Zimmer, Emmas Zimmer? Was? Ihr habt doch beide schon ein Zimmer. Wieso noch eins? Ach, ihr meint das leerstehende Zimmer hier. Stimmt, Hannas altes Zimmer. Jetzt hat sie ja ein neues. Gute Frage. Was machen wir damit? Mama, ist doch ganz klar. Das wird mein neues Spielzimmer. Nein, Julian. Doch. Wenn du das noch einmal sagst, was? Dann kriegst du einen feuchten Fuzzi in dein Ohr. Was? Julian, Emma, beruhigt euch. Wirklich. Also, kein Grund zur Panik. Ich werde das erstmal mit Papa besprechen, was er damit vorhat. Hä, was? Gadgets für Katzen? Oh, das ist ja cool. Das könnten wir vielleicht bei Samira oder Simba probieren. Martin? Martin? Was denn? Martin, ich habe mal eine Frage. Ja? Oben ist doch dieses leerstehende Zimmer, wo Hannah vorher drin war. Ja? Was machen wir jetzt eigentlich damit? Hast du da schon eine Idee? Ach ja, stimmt. Ja, also meine Idee war folgende, Claudia. Und zwar, wir haben ja ein sehr, sehr kleines Schlafzimmer. Wie wäre es, wenn wir unser Schlafzimmer ein bisschen vergrößern und dafür Emma dann da reinschicken? Ich glaube, das würde Julian verstehen. Also die würden sich da einigen und dann kann Emma da ja rein. Das ist eine super Idee. Geh sofort raus! Emma, runter von mir! Was aber bist du verrückt? Ich hab dich gewarnt! Raus aus meinem Zimmer! Ich hab dir gesagt, wenn du nur einmal sagst, Emma, ich kann mich doch nicht wehren! Dann kriegst du einen feuchten Fuzzi. So, jetzt leck ich meinen Finger an und steck dir ein bisschen Gnade! Nein, Gnade! Was hast du jetzt davon? Oh, Emma, ist das eklig! Sag mal, ist das Popel gewesen oder was? Nein, Spucke! Emma, was tust du denn da? Runter von mir! Mama, nimm sie runter, bitte! Emma, das andere Ohr auch noch, das andere Ohr auch noch. Mach ich, Papa. Martin, was tust du? Achso, ja. Emma, hörst du wohl auf damit? Also das macht man doch nicht, Martin, Mensch. Martin, auf wessen Seite stehst du? Na. Oh, Emma, geh runter jetzt bitte. Meine Ohren, die sind voll feucht. Das ist mein Zimmer. Emma, geh doch runter von deinem Bruder. Warum? Papa, kann ich jetzt das Zimmer haben, weil ich hab gewonnen. Julian liegt jetzt am Boden. Stimmt, da hast du eigentlich recht, aber ich glaube, das wird dem Julian nicht gefallen. Papa, du musst einziehen, los. Nee, mach ich lieber nicht. Emma, also so geht das nicht. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was wir mit dem Zimmer machen. Wisst ihr was? Ihr wollt gar nicht, dass ich dieses Zimmer bekomme. Ist schon gut. Gibt es, wie ihr wollt. Hannah kann auch gerne ein zweites Zimmer draus machen. Oder ihr macht. Hier will mir keiner was gönnen. Ach, Julian, übertreib doch jetzt nicht. Du wirst schon wieder so dramatisch. Darum geht's doch gar nicht. Und Papa, krieg ich jetzt das Zimmer? Wenn Julian das nicht mehr haben will, dann bekomme ich das doch. Hier sind doch alle gegen mich. Oh Mann, ich finde das mega doof. Oh Mann. Aber Julian, ich finde das voll blöd. Wenn du willst, dann kannst du auch immer in mein Zimmer kommen und wir spielen zusammen. Ja? Ja, du wirklich? Hast eine Eintrittskarte für mein Zimmer. Können wir dann noch Minecraft-Videos zwischendurch gucken? Ja, aber ich habe keinen Laptop. Ist denn nicht schlimm, dann bringe ich immer mein Tablet mit. Okay, dann können wir auch so Spielzeugvideos für dich gucken. Okay, einverstanden. Okay? Ich bastel dir noch eine Eintrittskarte. Oh, okay, super. Ich glaube, du bist auch viel besser als Nachbarin, als Hannah. Oh, das heißt jetzt wohl, ich krieg das neue Zimmer. Juhu!
und es wird so schön. Martin, es ist wirklich total schön, dass du wieder da bist. Und wenn du wüsstest, was alles in der Zeit, wo du weg warst, passiert ist. Passiert? Was meinst du damit? Sag es einfach. Was ist passiert? Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich meine, Emma hatte, vorgetäuscht, dass sie nicht laufen kann. Und okay. Hannah hatte die Schule geschwänzt und das Übliche. Mama, du hast das Wichtigste vergessen. Hallo, Papa. Ach, Hannah, mein Schatz, ich habe dich ja noch gar nicht gesehen. Na, wie ist es? Na, da kommen wir auf meinen Arm. Papa, lass mich wieder runter, ich bin noch viel zu schwer. Ja, ist ja gut, ja, das merke ich auch gerade. Martin, du solltest dir am besten keinen Bruch heben. Dein armer Rücken, lass Hannah lieber runter, die ist schon groß. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, während du weg warst, Papa, wollten wir erst einen Laden eröffnen. Einen Modeladen. Wie bitte? Ein Modeladen? Ich meine, das hätten wir vorher absprechen können, Claudia. Und wir haben doch schon ein Café, oder nicht? Finanziell würden wir das doch niemals schaffen, Martin, Claudia. Du kannst dich beruhigen. Es hat alles nicht hingehauen, so wie wir uns das gedacht haben. Wir haben keinen Laden gekauft. Papa, ich habe echt das Gefühl, dass du dich freust, dass wir keinen Laden haben. Das sollte mein Laden werden, Hannahs Fashion Store. Wie bitte? Hannahs Fashion Store? Also, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Hannah, ich meine nichts für ungut, aber du bist doch noch ein Kind. Was weißt du denn von Mode? Papa, ich finde das jetzt echt fies von dir. Ich meine, ich habe total viel Ahnung von Mode und ich bin total enttäuscht, dass das nicht geklappt hat mit dem Geschäft. Familie Schnösel hat uns das Ganze vermiest und du freust dich auch noch darüber. Ach, Hannah, Schatz, so war das doch jetzt auch nicht gemeint. Oh, du brauchst doch jetzt nicht weinen. Also Martin, jetzt wo du wieder hier bist, kann ich ja ein paar Aufgaben an dich abdrücken. Und zwar musst du dich jetzt um die Kinder kümmern. Ich muss ins Café. Und viel Spaß dabei. Hannah schien wirklich sauer zu sein. Ich drück dir die Daumen, dass alles glatt läuft. Das klappt ja hier super. Ich bin gerade mal ein paar Minuten wieder zu Hause und schon gibt es Ärger. Und ich meine, Hannahs Modeland, das wird doch nicht klappen. Ich finde das so gemein. Mama hätte mich unterstützt, aber Papa macht sich über mich lustig. Hannah, Schatz, können wir nochmal reden? Also ich würde da gerne nochmal was klären. Ja, willst du mich wieder auslachen, weil ich mein eigenes Modegeschäft eröffnen möchte? Nein, Schatz, ich glaube an dich und ich glaube auch an deinen Modegeschmack. Du würdest das schaffen, aber du gehst doch noch zur Schule. Konzentrier dich doch erstmal darauf und danach kannst du gerne deinen Modeladen aufmachen. Hä? Na gut, Papa, aber weißt du was? Schade, dass du nicht dabei warst. Das war alles Familie Schnürsitz schuld. Die haben uns wieder echt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das tut mir leid, Schatz. Und es tut mir auch leid, dass ich eben ja so überreagiert habe bzw. dich ausgelacht habe. Tut mir leid. Ist das etwa Papa? Papa, bist du etwa wieder da? Oh ja, Prinzessin, so sieht's aus. Komm, lass dich drücken. Oh, toll. Also, wie wär's, wenn wir jetzt zu dritt nochmal was machen? Ich meine, Mama, die ist ja arbeiten, aber wir können ja gerne jetzt was zusammen unternehmen. Das war ja klar, dass wir ins Einkaufszentrum kommen, aber naja, gut. Könnt ihr Eis, Papa? Das gibt's ja nicht. Wer steht denn da in der Schlange von der Eisdiele? Das ist doch Philipp. Philipp, du hast Nerven hier, dir ein Eis zu kaufen? Hey, Hannah, grüß dich. Schön, dass ich dich jetzt sehe. Alles gut? Hattest du denn auch mal vor, dich irgendwann bei mir zu melden? Ja, aber ich bin doch erst eben zurückgekommen. Also wirklich ein paar Stunden gerade mal. Ich find's aber total gemein. Du hast dich noch nicht mal bei mir abgemeldet. Und plötzlich war in der Schule neben mir eine Meerjungfrau auf deinem Platz. Und du warst nicht mehr da. Und du hast mir noch nicht mal einmal geschrieben oder so. Oh, oh, das sieht nach Streit aus. Ich hoffe, wir bekommen ja langsam mal unser Eis. Naja, die Schlange ist nicht lang, aber es dauert trotzdem ewig. Ach, ist das doch... Nils, hallo, hey Nils. Ach, hallo, da seid ihr ja, Familie Vogel. Na, alles gut? Wir sind gerade hier und wollten uns ein Eis holen. Eins auch für dich. Ich kann dir eins holen, wenn du willst. Ich brauch dein Geld nicht und ich möchte kein Eis essen. Nein, ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Hannah, es tut mir doch leid. Ich hatte mein Handy auch noch nicht dabei. Also ich hatte es dabei, aber der Akku war leer, weißt du? Das ist ja wieder typisch Familie Schnösel. Ich wollte dir doch nur ein Eis anbieten jetzt, aber dann nicht. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein. Jetzt streiten hier links und rechts von mir und keiner denkt mehr an das schöne Eis. Und voran geht's auch nicht. Der Nächste, bitte. Na gut, wenn die anderen nicht wollen, die rühren sich hier kein Stück, dann gehe ich eben. Ich hätte gerne ein großes Eis. Naja, Philipp, und ich dachte schon, du hättest mich irgendwie vergessen oder so. Nein, nein, Hannah, alles gut. Ich habe doch immer an dich gedacht. Ach, dieser Nils-Schnösel. Naja, wir sind, glaube ich, jetzt dran. So, jeder ist mit Eis versorgt, dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Vielen Dank, danke. Dir auch, Papa. So, ich muss mich dann auch wieder verabschieden, Hannah. Ich muss meine Koffer noch auspacken. Mama besteht darauf. Wir sehen uns dann ja bestimmt morgen in der Schule wieder. Ich freue mich. Tschüss, Philipp. Naja, so spannend war das ja heute nicht im Einkaufszentrum, ne? Ja, das stimmt. Sollen wir vielleicht Mama besuchen? Oh, das ist doch eine tolle Idee. Nach dem Eis kann ich jetzt bestimmt noch ein paar Stückchen Kuchen essen. Ich habe noch Platz. Oh, bei Kuchen bin ich doch dabei. Auf geht's. Super. Ah, okay. Und das soll der neue Laden sein, von dem ihr erzählt habt? Ja, ganz genau. Neben Mamas Laden. Schnürsitz Fashion. Und Papa, diesen Laden hätte ich erst haben können. Also, das wäre doch eine total tolle Idee gewesen. Hallo, könnt ihr jetzt mal langsam kommen? Ich habe Hunger auf Kuchen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, heute waren so gut wie gar keine Kunden hier. Ich meine, es steht noch alles da. Keiner hat was gekauft. Da höre ich doch was. Da ist jemand an der Tür. Ich glaube, die ersten Kunden kommen. Hallo, Mama, wir sind das. Oh,
Ich freue mich natürlich, dass ihr mich hier besuchen kommt, aber ich dachte eigentlich, das ist jetzt normale Kundschaft. Ich könnte nämlich ein bisschen Geld gebrauchen. Also heute kam wirklich niemand vorbei und hat irgendwas gekauft. Das ist doch klasse, dann kann ich mich hier richtig schön bedienen. Was ist denn los? Ist denn irgendwas in letzter Zeit passiert? Ich meine, wo sind deine ganzen Stammkunden geblieben? Oh, Martin, ich weiß da auch keine Antwort drauf. Der Laden ist wie leergefegt. Es ist keiner hier. Stimmt, sonst sind die Tische immer alle belegt und heute ist keiner da. Also wenn das jetzt hier heute weiter so läuft und auch die nächste Zeit, dann kann ich den Laden hier dicht machen. Ich habe gar nichts verdient. Emma, hast du das mitbekommen? Irgendwas stimmt doch da nicht. Mama ist total traurig. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Na, das klingt doch wieder nach einem Fall für uns als Detektive. Wir müssen das herausfinden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Schnösel Fashion Store zu tun hat. Komm, wir schleichen uns mal daran. Also bisher sieht hier alles normal aus. Hanna, komm mal hierher, du wirst es nicht glauben. Was ist das? Was machen die da? Herzlich willkommen bei Schnösel Fashion. Hier kriegen Sie Kuchen, Kaffee, Brötchen, alles umsonst. Wow, das ist echt klasse. Kuchen, Kaffee, alles umsonst. Hauptsache, sie erzählen rum, dass das der beste Laden in ganz Playmobil City ist. Hey, was soll das hier? Was soll denn hier? Was ist denn hier los? Ach, Familie Vogel mal wieder. Na, seid ihr hier für den kostenlosen Kuchen? Ihr seid ja immer dabei, wenn es irgendwas umsonst gibt. Wie peinlich. Nein, wir sind hier, weil wir schauen wollten, was hier los ist. In Mamas Café ist heute kein Mensch. Tessa, ihr habt einen Modeladen, einen Fashion Store. Warum verkauft ihr den Kuchen? Wir verkaufen den überhaupt nicht. Wir verschenken den nämlich an unsere treuesten Kunden. Ach, was ist denn hier los? Hallo, könnt ihr vielleicht mal wieder gehen? Also ihr stört hier. Ich hab hier alle meine Kunden. Hallo, was ist denn hier los? Das kann doch wirklich nicht wahr sein, oder? Mama, wir haben herausgefunden, dass sie hier Kuchen verteilen umsonst. Und jetzt wissen wir auch, warum keiner was bei dir kauft. Das ist doch wirklich eine Frechheit. Ich meine, meine Schwester weiß ganz genau, dass ich drüben meinen Kaffee habe. Und jetzt will sie mir eins auswischen. Ach, Claudia, jetzt spiel dich doch hier nicht so auf. Ich werde ja wohl noch Kuchen verteilen dürfen vor meinem Geschäft. Ich meine, es ging doch darum, dass du hier Klamotten verkaufst. Warum denn Kuchen? Kuchen ist mein Bereich. Ach, hallo, Frau Vogel, sind Sie wieder gesund? Die Frau Schnösel hat erzählt, dass Sie krank sind und dass der Laden heute geschlossen ist. Aha, Lügen verbreitet meine liebe Schwester also auch über mich. Nein, das Café ist nicht geschlossen. Ich habe jede Menge frischen Kuchen da. Was wollt ihr denn schon wieder hier, Familie Vogel? Nils, dass ich dich hier finde, ist ja mal wieder sowas von klar. Ja, dich zu sehen, erfreut mich jetzt auch nicht unbedingt. Hallo Emma, also was ist denn los? Warum sind denn alle so sauer? Wie, was? Das fragst du noch, Isabel? Ich meine, irgendwie geht's hier um Kuchen. Ich weiß auch nicht genau, aber alle sind stinksauer. Claudia, ich sag's jetzt nur einmal, verschwinde aus meinem Laden. Nein, so leicht lass ich mich hier nicht vertreiben. Ja, verschwinde vor meinem Laden. Oh, ich glaube, da ist ein Streit. Vielleicht sollte man lieber die Polizei rufen. Nicht, dass da noch irgendwas eskaliert, ne Prügelei oder so. Maren Schnösel, diesmal bist du wirklich zu weit gegangen. Also, hallo, guten Tag, was ist denn hier los? Also, es gab Beschwerden, gibt's hier Streit? Oh, nee, jetzt ist auch noch die Polizei da. So weit wollte ich es eigentlich nicht kommen lassen. Ich meine, ich wollte es nur ausdiskutieren. Ach, Claudia, du hast doch die Polizei gerufen. Du versaust mir mein ganzes Geschäft. Also jetzt mach mal halblang. Also ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Ach, was sehe ich denn da? Was ist denn da drüben? Ein Stand mit Kuchen und Getränken. Dafür haben Sie aber keine Genehmigung. Frau Schnösel, ist das Ihr Stand? Das müssen Sie anmelden, so etwas. Das ist hier mein Fashion Store. Da werde ich ja wohl an meine Kunden Kuchen verteilen dürfen. Nein, 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 das tut mir leid. Sie haben keine Genehmigung. Sie müssen diesen Stand jetzt sofort abbauen. Das ist aber schade. Also wer gerne noch mehr Kuchen essen würde, kann gerne zu mir ins Café Fun kommen. Direkt hier nebenan. Ach, klasse, da würde ich gerne noch ein Stück nehmen. Komm, wir gehen rüber. Ach, Claudia, du hast mir das alles kaputt gemacht. Das wird noch ein Nachspiel haben. Oh, ich bin so müde. Und ach, wo bin ich denn hier? Ach ja, beim Schüleraustausch. Und ich dachte schon, es wäre alles nur ein Traum gewesen. Ein Albtraum. Das ist alles so chaotisch gelaufen gestern. Und ich glaube, Papa ist auch immer noch sauer auf mich. Den habe ich gestern gar nicht mehr angerufen. Oh, auf was habe ich mich hier bloß eingelassen? Oh Mann. Hallo, guten Morgen, Hanna. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Kommst du direkt dann gleich runter? Ich habe Frühstück vorbereitet. Oh, guten Morgen. Oh Mann, die soll nicht merken, dass ich schon fast am Weinen bin. Ja, ich komme sofort. Mach ganz in Ruhe, Hanna. Du hast noch genug Zeit. Wenn ich noch genug Zeit habe, dann werde ich mal kurz Papa anrufen. Ich glaube, ich will das mit ihm klären. Nicht, dass der wirklich sauer auf mich ist. Ich meine, das mit dem Schüleraustausch, da hatte ich nicht richtig nachgefragt. Hanna ist noch gar nicht hier. Ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, es ist alles gut bei ihr. Lea, kannst du bitte einmal hoch zu Hanna gehen und schauen, ob alles in Ordnung ist? Und vielleicht will sie auch noch duschen gehen. Da kannst du ihr bitte auch das Badezimmer nochmal zeigen. Ja, geht klar, Mama, mache ich. Ich gehe gleich hoch. Oh Mann, ey. Erst bekommen die mein Zimmer und jetzt muss ich mich auch noch um sie kümmern. Ja, Papa, die Gastfamilie ist wirklich nett.
Und ich bin so froh, dass du nicht mehr sauer auf mich bist. Ich weiß, ich hätte dich ja auch gefragt, wenn du da gewesen wärst. Das mache ich auf gar keinen Fall noch einmal. Ich bin froh, dass du nicht mehr sauer bist, Papa. Aha, sie scheint sich ja ziemlich wohl hier zu fühlen. Ich dachte, ich habe ihr gestern deutlich gemacht, dass sie hier überhaupt nicht erwünscht ist. Okay, dann lasse ich mir jetzt irgendwas einfallen. Wenn es mit Worten nicht hilft, dann muss ich es halt mit Taten spüren. Du Papa, ich muss jetzt auch auflegen. Also wir gehen gleich hier in die Schule. Ich muss mich jetzt fertig machen. Bis später dann. Tschüss. Oh Mann, ich bin froh. Das hätten wir schon mal geklärt. Papa ist nicht mehr sauer. So, dann bin ich erstmal freundlich. Hallo Hanna, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Meine Mama fragt schon, ob ich dir vielleicht noch mal das Badezimmer zeigen soll. Oh Mann, die ist ja wie ausgewechselt. Heute ist sie echt nett. Ja, also ich würde gerne noch kurz ins Badezimmer gehen, mich vielleicht kurz duschen, wenn das in Ordnung ist. Ja klar, lass dir Zeit und genieße die Dusche. Jetzt muss ich nur noch warten, bis sie in der Dusche ist und dann wird sie ihr blaues Wunder erleben. Also, vielleicht wird das doch alles richtig klasse mit diesem Schüleraustausch. Lea scheint jetzt auch ganz nett zu sein und, naja, vielleicht wird's in der Schule auch richtig cool. Dann schnapp ich mir mal mein Handtuch und ab in die Dusche. So, das lege ich hier hin und, ja, das sieht doch gut aus. Dann muss ich mir jetzt nur noch das Wasser anmachen. Hey, was war das denn? Oh Mann, Schleim? Oh, dieser Witz ist ja wohl wirklich total alt. Die weiß wohl nicht, mit wem sie es zu tun hat. Ich komme von der Familie Vogel, da passiert ständig sowas. Naja, wenn sie sich mit mir anlegen will, ich habe da auch noch ein paar Scherze auf Lager. Und ich wette, sie hat jetzt auch noch meine Klamotten versteckt, mein Handtuch versteckt, meine Badelatschen mitgenommen. Oh, ja, war klar. Oh Mann, wie unkreativ kann man eigentlich sein? Dieser Prank ist wirklich uralt und davon werde ich mich nicht ärgern lassen. Ich habe schon eine Idee, wie ich es ihr heimzahle. Aha, und meine Sachen hat sie gar nicht angerührt. Also wenn, hätte sie jetzt auch meine Tasche verstecken müssen. Denkt ihr etwa, ich hätte keine Wechselklamotten dabei? Die weiß wohl wirklich nicht, dass ich ein Mitglied der Familie Vogel bin. Und die haben immer gute Ideen, wie man andere Leute pranken kann. Und wir lassen uns gar nichts bieten. So, dann kann's ja losgehen. Ich habe schon eine perfekte Idee. Und ich werde mir erstmal nichts anmerken lassen. Hallo, guten Morgen. Die Dusche war super. Ach, guten Morgen, Hanna. Ja, ich komme gerade vom Spaziergang mit Bruno zurück. Schön, dass du so gut gelaunt bist. Ach, Hanna, da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Das Frühstück ist schon fertig. Au, ja, Frühstück. Vielen Dank. Ja, alles ist in Ordnung. Ich habe nur kurz geduscht. Hä? Warum ist sie so gut gelaunt? Hat mein Prank etwa nicht geklappt? Ach ja, ich habe jetzt wirklich Hunger und diese Dusche, die war so erfrischend. Ich muss auch wirklich sagen, hier bei Ihnen ist es so schön auf Playmobil Island. Ich freue mich schon auf den Tag. Hä? Also irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ist ja merkwürdig. Was ist sie so gut gelaunt? Na, sie wird schon noch ihr blaues Wunder erleben. Hier, Hanna, greif zu. Lass es dir schmecken. Wir haben genug da. Hallo. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Tom. Ah, ist ja wieder so klar, dass Tom gleich wieder so nett ist. Statt dass er einfach mal zu seiner Schwester hält und mir einfach hilft bei dem Prank. Sehr erfreut, Tom. Mein Name ist Hanna. Hanna Vogel. Hanna Vogel? Witziger Name. Naja, ich muss mal kurz noch in mein Zimmer. Wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen ja auf die gleiche Schule. Also diese Hanna ist echt nett, finde ich. Und wie witzig ist das denn? Hanna, wir haben den gleichen Rucksack. Ich habe auch so einen. Aha, perfekt. Diese Information fehlte mir noch. Ja, genau. Also ich habe auch diesen Rucksack. Der ist echt schön, oder? So, Lea, jetzt beeil dich aber bitte. Wenn du nochmal ins Badezimmer willst, dann jetzt. Und Hanna, für dich habe ich noch eine Brotdose fertig gemacht. Für das Frühstück dann später nochmal in der Schule. Oh, danke schön. Das ist wirklich nett von Ihnen. So, jetzt kann ich ganz schnell die Zeit nutzen, um meinen Prank zu machen. So, die Mama ist in der Küche. Und die Luft im Wohnzimmer ist auch gerade rein. Nur Bruno, der Hund, ist da. Hey Bruno, du darfst mich nicht verraten, okay? So, wenn Tom sagt, er hat den gleichen Rucksack wie ich, dann weiß ich jetzt auch, welcher Rucksack Lea gehört. So, und sie hat auch eine Brotdose drin und jetzt leider nicht mehr. Und dafür kommt eine ordentliche Portion Schleim rein. Oh Tom, geh nicht so langsam auf der Treppe, wir müssen los. Oh, die beiden kommen wieder. Oh Mist, jetzt muss ich noch irgendwo die Brotdose verstecken. Nicht, dass mein Prank jetzt schon auffliegt. Einfach hier ab hinter den Fernseher. Ach, hey, da seid ihr beiden ja. Ja, gehen wir dann jetzt zur Schule? Dann wünsche ich euch viel Spaß in der Schule. Seid nett zu Hanna und zeigt dir bitte alles. Ja, natürlich, Mama, das machen wir. Dann sehen wir uns später wieder. Und ich wollte mich nochmal bedanken für das leckere Frühstück und auch für die Brotdose. Bis dann! Ja, so, Hanna, jetzt sind wir hier in unserer Schule angekommen. Also, soll ich dir irgendwas zeigen? Naja, Lea macht sich schon direkt wieder aus dem Staub.
Denk dir nichts bei, die ist irgendwie meistens erstmal so drauf. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, Lea mag mich nicht. Ach, also da darfst du dir nichts bei denken. Die ist irgendwie immer so. Keine Ahnung. Okay, und Frau Blume, unsere Lehrerin, hat gesagt, wir würden uns hier in so einem Raum treffen. Weißt du, wo der ist? Kannst du mir den vielleicht zeigen? Ja, das müsste dieser Raum hier sein. Hier treffen sich erst immer die Austauschschüler. Und ja, da werdet ihr erstmal ein paar Sachen besprechen. Oh, klasse. Also vielen Dank, Tom, dass du mir das gezeigt hast. Ich glaube, ich hätte mich hier alleine nicht zurechtgefunden, obwohl die Schule echt meiner Schule ziemlich ähnlich sieht. Ach, guten Morgen, Hanna Vogel. Na, ich hoffe, du hast gut geschlafen hier auf Playmobil Island. Ja, also eigentlich ist alles gut. Die Gastfamilie ist auch nett, also fast alle aus der Gastfamilie. Tom, sehen wir uns in der Pause? Klar, Hanna, ja, wir können uns ja hier wieder treffen. Wir finden uns schon. Guten Morgen, ihr lieben Schüler. Herzlich willkommen nochmal auf Playmobil Island hier in unserem Gymnasium. Ich hoffe, ihr habt euch schon gut eingelebt. Naja, gut eingelebt? Noch nicht so ganz, aber ich glaube, es wird besser. Und ich glaube, das sind auch wieder alle Schüler von gestern. Du warst doch Hanna, oder? Also in meiner Gastfamilie ist es total cool. Die sind total nett alle. Wie ist es bei dir? Also bei mir in der Gastfamilie ist es auch super. Und ich finde auch nett, dass sie mich anspricht. Gestern war die doch so zickig zu mir. So, als erstes würde ich euch einfach mal ein paar Fakten über Playmobil Island erzählen, dass ihr einfach mal wisst, was das Besondere hier daran ist und was es so Schönes zu sehen gibt. Oh Mann, das war echt alles spannend. Also hier auf Playmobil Island gibt es so viel zu erleben. Und jetzt haben wir schon die erste große Pause. Dann will ich mal schauen, ob ich Tom treffe. Naja, Lea wird sich wohl nicht mit mir in der Pause treffen wollen. Die mag mich einfach nicht. Das ist ja witzig, da hinten ist ja Lea. Und sie steht da mit ihren Freundinnen, wo ich auch immer mit meinen Freundinnen in unserer Schule stehe. Boah, die Hanna, die jetzt bei uns zu Hause ist, ne? Die ist so blöd, ich mag die gar nicht. Die hat auch direkt mein Zimmer bekommen. Oh, du tust mir so leid. Ich bin so froh, dass wir keine Schüler aufnehmen bei uns zu Hause. Immer musst du dein Zimmer abgeben. Also ich würde mir das nicht bieten lassen. Ja, ich will mir das auch gar nicht bieten lassen. Ich bin überhaupt nicht nett zu ihr. Und ich habe sie auch schon versucht zu pranken heute Morgen. Aber irgendwie, keine Ahnung, sie ist immer noch voll normal und nett. Ich werde mich mal hier verstecken und ein bisschen zuhören. Anscheinend reden die über mich. Naja, aber egal. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Mir wird schon noch irgendwas einfallen. Boah, jetzt habe ich echt Hunger. Oh, weh! Was ist das denn? Warum ist hier Schleim drin und wo ist meine Brotbüchse? Oh, weh! Wer hat dir das denn da reingelegt? Ah, ich kann mir schon genau denken, wer das war. Das war bestimmt Hanna. Das wird sie mir büßen. Oh, was ist denn da unten los? Das ist doch meine Schwester. Und Schleim? Also dieser Schleim kommt mir bekannt vor. Der war bei ihr in der Tasche? Oh Gott. Wie cool ist das denn? Das hat sich echt noch keiner getraut. Hanna, also ich muss echt sagen, du bist echt cool. Also auf was für Ideen du kommst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was meinst du denn für Ideen? Also ich habe mit nichts was zu tun. Ach, tu doch nicht so. Ich weiß genau. Du warst das mit dem Schleim. Du hast meiner Schwester es endlich mal heimgezahlt. Das hat sie verdient. Also, findest du das echt cool von mir? Ja, mega cool. Also, auf so eine Idee wäre ich noch nicht mal gekommen. Ich glaube, ich kann noch was bei dir lernen, wenn es um Pranks geht. Oh Mann, ich finde Tom echt cool. Und irgendwie wird das, glaube ich, doch alles ganz gut hier auf Playmobil Island. Ich bin schon gespannt, was noch so passiert. Also, naja, wie hat es euch denn heute so gefallen? Ihr könnt gerne mal wieder bei Spiel mit mir vorbeischauen. Da könnt ihr auch noch kommentieren und uns schreiben, wie euch diese Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hey, guten Morgen, Leute. Oh, ihr seid ja alle früh da. Ich bin ja der Letzte. Hi, Julian. Wir haben gerade hier über Mario, meinen Bruder, geredet. Okay. Und der hat gestern sowas von Ärger von meinen Eltern bekommen, weil er sich immer so schlecht benommen hat. Warte mal. Heißt das jetzt, er hat Hausarrest und kommt nicht mehr auf den Spielplatz und so? Hey, Julian, guck doch mal. Da ist deine Schwester. Warum ist die denn hier bei uns an der Grundschule? Hä, was will die denn jetzt hier? Oh, das ist sowas von peinlich. Was machst du hier auf deiner alten Schule? Hey, morgen. Ja, was mache ich hier auf meiner alten Schule? Ja, das frage ich dich. Oh Mann, ich bin so komisch. Ich bin einfach hier hingelaufen. Dabei wollte ich doch zu meiner Schule gehen. Da habe ich mich wohl vertan. Tja, weißt du was? Ich helfe dir. Du kannst jetzt zu deiner Schule wieder. Los, weg. In die Grundschule. Julian, du kannst wirklich froh sein, dass du so eine nette Schwester hast. Ich würde mir so eine wünschen, nicht so einen Bruder wie Mario. Hanna, kannst du jetzt bitte mal gehen? Das ist voll peinlich. Ja, meine große Schwester ist hier auf meiner Schule. Los, weg. Moment. Wo möchtest du denn bitte hin? Also möchtest du das Schulgelände verlassen oder wie? Ja, ich habe mich irgendwie heute total vertan und bin einfach zu meiner Grundschule gelaufen. Dabei bin ich doch schon auf dem Gymnasium. Davon träumst du wohl, dass du auf dem Gymnasium bist. Nein, du wurdest doch in die erste Klasse zurückversetzt. Ja, weil du so schlecht in Mathe bist. Was? Ich wurde zurück in die Grundschule versetzt? Na, aber ganz schnell zurück.
Wirklich? Ach, Hannah, jetzt tu nicht so, als ob du nichts davon wüsstest. Du weißt es ganz genau schon seit längerem. Und Julian, du kümmerst dich bitte um deine Schwester. Hä, was? Wieso soll ich mich jetzt um meine Schwester kümmern? Wie, die kommt jetzt in meine Klasse oder was? Nein, bitte nicht. Das verstehe ich alles nicht. Warum ist Hannah auf meiner Schule? Die ist hier lange nicht mehr. Die soll weg. Oh, Julian, frag mich doch mal. Ich finde das genauso blöd. Ja, und ich will auch nicht bei dir in der Klasse sein. Das ist doch total peinlich, bei meinem kleinen Bruder in der Klasse zu sein. Ich habe gesagt, ab in die Klasse. Ich beobachte euch, ne, damit das klar ist. Ich habe immer ein Auge auf euch. Ab in die Klasse jetzt. Ist das jetzt wirklich Ihr Ernst, Herr Schillig? Das kann doch gar nicht sein. Das muss ja irgendwie blöder Traum hier sein. Albtraum. Ach, Julian, für dich ändert sich doch nichts. Ich bin jetzt auf einmal wieder in der Grundschule. Das ist viel schlimmer. Ach, Hannah, mach dir nichts draus. Julian wird sich schon daran gewöhnen. Du kannst mit uns in der Clique sein. Das wird toll. Vielen Dank, Mia. Das ist echt nett, dass ihr mich mitnehmt. Ihr seid ja in meinem alten Klassenraum. Das gibt's ja gar nicht. Ach, das war ja wieder sowas von klar. Das ist nicht dein Klassenraum. Das ist unser Klassenraum. Der gehört nicht dir. Oh, das kann ja gar nicht so schlimm werden, wie ich dachte. Warum ist einer bei mir in der Klasse? Oh, nein. Guten Morgen, Frau Schillig. Also, ich bin jetzt wohl hier auch bei Ihnen in der Klasse. Ach, Hannah, ich habe schon davon gehört. Ich meine, ich war nicht deine Mathelehrerin, aber du warst ja anscheinend so schlecht in der 5. Klasse, dass du jetzt wieder in der 1. bist. Ach, na gut, Hannah, dann setz dich doch mal hier vorne in die erste Reihe zu Julian. Okay. Ich hoffe, das ist okay, wenn da jemand den Platz tauscht, hm? Aber nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich sitze neben mir, nicht neben meiner Schwester. Nein, ich protestiere. Das geht Julian, gar nicht. Das ist nicht so schlimm. Ich kann mich einfach neben Sarah setzen. Ich möchte das nicht. Ich Stuhl runter. Du und deine Schwester, ihr werdet hier in der ersten Reihe gemeinsam sitzen. Nein, das wird nichts. Ich mache mich hier jetzt breit. Ihr müsst mich, wenn, dann hier wegtragen. Ach, Julian, jetzt komm, jetzt mach schon Platz. Ich will das doch auch alles nicht. Meinst du, ich werde nicht lieber wieder in meiner weiterführenden Schule? Komm, beruhig dich doch einfach. Ich soll mich beruhigen? Nein. Du solltest dich beruhigen. Ich möchte das nicht. Na gut, Kinder, dann fangen wir doch mal mit dem Matheunterricht an. Ich habe ein paar Aufgaben vorbereitet für euch. Also, 341 plus 222. Schriftliche Addition. Oh Mann, das ist für mich viel zu einfach. Natürlich weiß ich, wie das geht. Hier, hallo. Oh, das war wieder sowas von klar. Hannah Vogel muss wieder die Beste sein in Mathe. Nein, ich bin hier das Mathe-Genie, damit das klar ist. Hier, Frau Schillig, ich weiß es. Ich weiß es, aber nicht. Eieiei, das kann ja wirklich was werden. Diese beiden Vogelgeschwister hier bei mir in der Klasse. Na gut, Julian, dann komm du mal nach vorne und du kannst alles an der Tafel vorrechnen. Ah, siehst du, Anna, wer ist hier das Mathe-Genie? Das bin ich, Julian. Ach Mann, das gibt es doch nicht. Ich habe mich viel früher gemeldet. Okay, als erstes müssen wir ganz hinten die 1 und die 2 zusammenrechnen. Das wären dann 3. Dann die 4 und die 2, das sind 6. Ganz einfach. Sehr schön, Julian, gut. Ach Julian, tu doch nicht so, als wärst du ein Mathe-Genie. Ich kann das viel besser als du. Wetten, du rechnest das falsch. Oh ja, war ja klar, du Angeberin. Nur weil du älter bist, heißt das nicht, dass du klüger bist als ich. Und ob ich klüger bin als du? Du bist überhaupt nicht gut in Mathe. Alles gut, Julian. Du kannst dich wieder auf deinen Platz setzen. Du bist kein Genie, Julian. Kinder, oh, doch. Also, ob das eine gute Idee war, dass Hannah und Julian in einer Klasse sind und dann noch nebeneinander sitzen? Ach, ich weiß ja nicht. Eigentlich wollte ich das rechnen, Julian. Du hast dich einfach vorgedrängelt. Es kommt bestimmt gleich noch eine Aufgabe, die du machen kannst, Hannah. Außerdem war ich schon viel länger als du an dieser Grundschule. Das ist meine Grundschule. Hey, sag das nicht. Das ist meine Grundschule. Hey, Julian, aua. Oh, das scheint dir richtig Ärger zu geben bei den beiden. Weg mit dir. Richtiger Streit. Was soll ich denn dafür? Nur weil du zu dumm bist, gehst du weiter in die Schule? Das stimmt überhaupt nicht. Von mir. Oh, jetzt aber Julian. Auch du kriegst auch noch richtig Ärger, sag ich dir. Oh, Hanna, wenn du wenigstens ein bisschen mehr für deine Arbeit gelernt hättest in der 5. Klasse, dann hätten dich jetzt nicht zurückversetzt in die 1. Klasse. Ja, hätte ich doch bloß mehr gelernt. Ich will nicht mit Julian in einer Klasse sein. Nein, ich will nicht mit Julian in einer Klasse sein. Nein. Guten Morgen, Hanna. Hanna? Oh Mann, ich glaube, ich habe was geträumt. Oder, Mama, wurde ich zurückversetzt? Bin ich jetzt mit Julian in einer Klasse? Nein, Hanna, du bist doch in der 5. Klasse. Oh Mann, es war alles nur ein Traum. Na gut, Hanna, ich bin dann schon mal unten. Beeil dich. Oh Mann, das war ein richtig schrecklicher Traum, ein Albtraum. Aber wir kriegen ja auch heute wirklich unsere Mathearbeit wieder. Hoffentlich ist die nicht so schlecht ausgefallen und ich werde wirklich in die Grundschule zurückversetzt. Das wäre schrecklich. Pia, weißt du was ich heute geträumt habe? Das war ein richtiger Albtraum. Nein, aber ging's da vielleicht um Dave und Philipp? Nein, ausnahmsweise ging es mal nicht um Dave und Philipp. Ich war zurück in der Grundschule, in Julians Klasse und es war schrecklich. Wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Hannah, aber wie sollst du denn zurück in der Grundschule sein? Das ist doch unmöglich. Ja, weil meine Mathearbeit so schlecht ausgefallen war. Hoffentlich wird das nicht gleich Wahrheit. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh Mann, wann kommt denn jetzt endlich Herr Grob? Dann kriegen wir die Arbeit wieder und dann muss ich wahrscheinlich wirklich zurück in die Grundschule. So, guten Morgen, Kinder. Ich habe auch schon die Arbeiten dabei. Naja, also ich muss schon sagen, da waren einige ziemlich gute Leistungen dabei. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Aber ich habe natürlich eine Arbeit dabei, die ist richtig schlecht ausgefallen. Ja, erste Reihe, fühlt euch angesprochen. Also ich verstehe auch manche Sachen in dieser Arbeit nicht. Da hatte nichts mit Mathe zu tun. Also, was hast du denn gelernt, bitte? Oh Mann, erste Reihe? Ich glaube, Herr Grupp meint mich. Oh nein, was habe ich denn da geschrieben in der Arbeit? Hoffentlich ist sie jetzt nicht so schlecht ausgefallen, dass ich wirklich zurückversetzt werde. Na gut, dann fange ich mal an auszuteilen. Rebecca, eine schöne 2. Glückwunsch. Hannah, 1 minus. Sehr, sehr schön. 1 minus? Oh Mann, mir fällt so ein Stein vom Herzen. Ich dachte, die wäre schlecht ausgefallen. Na, 1 minus, das gibt's ja nicht. Philipp, sehr, sehr schön, sehr erfreulich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du schon eine 3 plus schreibst. Also ist es natürlich schön, aber anfangs hattest du ein bisschen Probleme, ne? Und Ronja, 4 minus, na, du weißt Bescheid. Vielleicht müssen wir mal am Ende der Woche reden. Eine 4 minus? Da bin ich sowas von zufrieden mit. Das geht doch voll klar. Naja gut, okay, die Berichtigung könnt ihr dann bitte zu Hause machen. Wir fangen jetzt an mit einem neuen Thema. Oh Mann, die Arbeit ist so gut bei mir ausgefallen und ich hatte so viel Angst und diesen Albtraum. Ach, zum Glück. Also ich möchte auf gar keinen Fall zurück in die Grundschule und schon gar nicht in Julians Klasse. Ach, heute mache ich mir mal einen ganz entspannten Nachmittag. Ich habe hier dieses schöne Pferdebuch, das habe ich schon ganz lange und habe es noch nie gelesen. Das werde ich heute ganz in Ruhe durchlesen. Emma ist ja nicht da, die will heute nicht mit mir spielen. Da habe ich richtig Zeit für mich. Ich werde mir noch von oben aus meinem Bett die Decke holen und dann baue ich mir unter meinem Bett eine richtig gemütliche Höhle. Hm, das wird schön und schön kuschelig. So, meine Höhle ist fertig, dann kann's ja losgehen mit dem Lesen. Hanna, Hanna, wo bist du? Hey, Hanna, Hanna, ich muss dir was erzählen. Hanna! Och, Julian, ich bin hier unter meinem Bett und ich will meine Ruhe haben. Also, okay, okay, also was ich dir sagen wollte ist, I like to move it, move it, I like to move it, move it. Du dachtest jetzt, erzähl ich irgendwas ganz Wichtiges, oder? Also, ich wollte nur kurz tanzen. Hanna, mir ist langweilig. Können wir nicht irgendwas spielen? Nein, Julian. Guck mal, ich habe hier dieses Pferdebuch. Das möchte ich heute lesen. Oh, ein Pferdebuch. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. Nein, sind doch halt, Bilder Julian, drin, das ist meins. Haha, na, ich schau mir doch nur kurz die Bilder an. Und wenn du dein Pferdebuch haben willst, dann hol's dir doch einfach. Ach, Julian, stopp. Oh Mann, ich glaube, das wird dann nichts mit dem ruhigen Nachmittag. Julian nervt schon wieder. Halt, Julian, was hast du denn da vor? Na, möchtest du jetzt ein Toilettenbuch oder so? Also kein Pferdebuch mehr, sondern weil wenn ich in die Toilette schmeiße, dann Lass ist es ein Toilettenbuch, Julian. Verstehst du? Das ist meins. Julian, das ist willst echt du das, unfair. Willst du kein Toilettenbuch? Nein, das ist mein Buch und das wollte ich jetzt in Ruhe lesen. Gib mir das sofort zurück. Ja gut, okay, es wird doch kein Toilettenbuch. Aber trotzdem, dafür musst du es erstmal holen. Du bist viel zu langsam. Stopp, ich bleib stehen. Haha, na komm doch, komm doch, komm doch, wenn du nicht raus. Ich komm ja schon, aber gib mir doch endlich das Buch wieder. Nö. Papa! Papa, hilf mir! Julian hat mein Buch geklaut! Klasse. Ja, ja, ich... Papa! Ja, ich bin gleich da. Hm? Ich kann das Buch ja auch einfach verstecken, weil wenn ich das Buch nicht habe, dann habe ich es halt nicht. Und na, die müssen es erstmal finden. Also jetzt ist mir nicht mehr langweilig. So ärgern und so, das macht eigentlich ziemlich Spaß. Also, wenn ich nicht geärgert werde. Julian! Was denn? Jetzt gib mir mein Buch zurück! Welches Buch? Ich hab doch gar kein Buch mehr. Guck doch mal, ich hab nichts in den Händen und hier im Bett ist auch nichts. Also, ich weiß nicht, wo dein Buch ist. Ich hab's nicht mehr. Ja, das hast du dann noch. Hey, hey, was wird Wenn das? Wenn du mein Buch hey. Hast, dann nimm ich dein Skateboard. Was ist los? Hey, hey, jetzt wird's persönlich. Jetzt gehst du zu weit. Lass mein Skateboard los. Also, mit meinem Skateboard, das darf keiner anfassen außer mir. Außer ich erlaub's dir. Hey, runter von meinem Skateboard. Bist du jetzt total verrückt geworden, oder das was? Das nehme ich jetzt mit in mein Zimmer, Nein. bis du mir mein Buch wiedergibst. Ja, das kannst du mir abschminken. Jetzt bin ich runtergefallen. Mir doch egal. Oh Mann, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und weißt du was? Jetzt fahre ich mit diesem Skateboard in dein Zimmer. Mm. Halt, jetzt warte doch endlich. Stopp, Julian, du kommst hier nicht rein. Wenn du mir das Buch nicht wiedergibst, na gut, dann behalte es halt. Dann mache ich irgendwas anderes. Aber hör auf, mich zu nerven. Ich will jetzt endlich einen ruhigen Nachmittag haben. Ja, ja, natürlich. Ich fahre schon wieder weg. Klar, natürlich. Gerne. Oh, hoffentlich bleibt Julian jetzt weg. Geht's in mein Zimmer. Dann will ich endlich meine Ruhe haben. Ich baue jetzt einfach meinen Tisch hier vor. Dann kommt er hier nicht mehr rein. Hanna, du wolltest irgendwas von mir. Was ist denn los? Ach, das hat sich schon erledigt, Papa. Julian hat mich genervt, aber jetzt habe ich mir eine eigene Tür vor mein Zimmer gebaut. Der kommt hier nicht mehr rein. Warte mal ganz kurz. Das heißt, ich bin jetzt völlig umsonst die ganzen Treppen hier nach oben. Vielen Dank. Ja, super. Auch ich hätte so gerne das Buch gelesen. Aber dann gehe ich jetzt einfach so in meine Höhle und kuschel mich ein bisschen ein. Also, manche sagen ja, Kinder sind manchmal echt anstrengend und dann sage ich eigentlich, nee, komm, sie sind doch eigentlich super süß und dann passiert sowas und dann denke ich mir, jo, er hat recht. Oh, hey, vielen Dank, also das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen, hier eine Rampe für mich aufzubauen, also womit habe ich das denn verdient, Hanna? Vorsicht, hier kommt Julian Vogel! Oh, das hat ja klasse geklappt! Julian, nein, ich habe doch
Tut mir leid, dann hättest du nicht diese Rampe aufbauen müssen. Ich fahre doch nicht auch noch mein Bett um. Oh, was ist das denn da? Ich nehme mir dann hier den Laptop mit. Nein, bis später. Julian, das ist mein Laptop. Also jetzt bleibt er erstmal bei mir und vielleicht kann ich ja mal Minecraft zocken oder irgendwas anderes oder ein neues Spiel. Heute ist Julian echt besonders nervig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber Moment. Er hat sein Skateboard hier vergessen. Das gibt Rache. Da kommt mir noch eine ganz besondere Idee. Dafür brauche ich aber noch was unten aus der Garage. Der wird echt blöd gucken, wenn ich ihm sage, dass ich sein Skateboard durchsäge, wenn er mich weiter nervt und wenn er nicht mein Buch zurückgibt und den Laptop. Hallo, Julian, guck mal, was ich hier habe. Ich kann gerade nicht gucken. Was hast du denn... Was hast du da mit meinem Skateboard vor? Soll ich dein Skateboard durchsägen? Lass es bitte, wir können doch verhandeln, hey! Lass das, hey, also, was soll das? Bist du total verrückt geworden? Wenn du mir nicht sofort mein Buch zurückgibst und den Laptop, dann säge ich dein Skateboard durch. Lass es doch nicht zu, weg damit! Oh, aua, jetzt hast du mir die Säge aus der Hand gehauen. Ja, mit einer Säge bist du total verrückt geworden, oder was? Total verrückt? Der Einzige, der total verrückt ist, ist Julian. Nein, gar nicht. Guck mal hier, wie wär's mit einem neuen Laptop? Oder wenn ich den in die Hälfte... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich geh jetzt einfach in mein Zimmer. Oh, natürlich mache ich nichts. Ich lass den Laptop so, sonst krieg ich voll Ärger von Papa. Aber das kommt jetzt alles schön auf mein Bett. Weil ich bin jetzt noch mit Julius verabredet auf dem Spielplatz und ich kann jetzt keinen Ärger gebrauchen. Habe ich das gerade richtig gehört? Julian ist jetzt auf dem Spielplatz verabredet mit Julius? Da kommt mir doch eine Idee. Hey, Julian. Na, du willst auf den Spielplatz gehen? Ja, wieso fragst du denn? Ach, Julian, lass dich mal umarmen. Komm, wir vertragen uns wieder. War doch alles nur ein Scherz eben, oder? Ja, gut, okay. So, ich bin jetzt weg. Ganz viel Spaß auf dem Spielplatz. Wird bestimmt ganz toll heute. Und lass mein Skateboard in Ruhe. Ha, mit diesem Schild wird er wohl viel Spaß haben. Naja, eins habe ich wohl doch von Richie gelernt. Es war fies, aber Julian hat es echt heute verdient. Tschüss, bis später, viel Spaß.